Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Berliner TIKO-Kollegs, herzlich willkommen zum diesjährigen Backabend, der in diesem Jahr, in einem besonderen Jahr, auch in ganz ungewohnter Weise stattfindet. Wir waren ganz gespannt, ob sich das bewährte analoge Format auch überzeugend in einen virtuellen Raum übertragen lässt und sind jetzt ganz begeistert von der großen Resonanz. Herzlich willkommen Ihnen allen und die Zahl unten, die man da sieht, nimmt ja auch ständig zu. Also wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass Sie alle da sind. Herzlich begrüßen möchte ich mich im Namen des Vorstandes des Berliner TIKO-Kollegs die Vertreter der Mitgliedsinstitutionen des BAK, unter ihnen Herrn Professor Günther Ziegler, Präsident der Freien Universität, und Herrn Professor Christoph Markschies, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ein herzliches Willkommen gilt auch den zugeschalteten Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats des BAK, den Mitgliedern des Direktoriums, dem Vorstand der Berlin Graduate School of Ancient Studies, des Einstein Centers Kronoi und den Festrednern des heutigen Abends, Karl-Heinz Leven, Doris Gutsmiedl-Schümann, Charlotte Roberts und Stefan Willig. Mit Celje Breitenbach müssen wir heute leider einen ungemein verdienten Sprecher der Bergsass verabschieden. Daher gilt Ihnen, lieber Herr Breitenbach, heute Abend ein ganz besonderes Willkommen. Und last but not least gilt eine herzliche Begrüßung unseren diesjährigen Absolventinnen und Absolventen der Bergsass, die heute ihre Zertifikate verliehen bekommen. In diesem Jahr kann der Festtag des BAK nicht wie in den vergangenen Jahren in einem der wunderbaren Räume auf der Museumsinsel stattfinden, sondern nur in einem virtuellen Raum, der vieles ermöglicht, aber eben nicht, das wurde gerade schon gesagt, nicht den persönlichen Kontakt und auch nicht den bisher immer fröhlichen und lebhaften Empfang im Anschluss an den Festakt. Andererseits sind wir heute Abend über Zuschaltung in einem weit gespannten Netz über viele Länder hinweg verbunden und schaffen so Kommunikation, die in Form einer Präsenzveranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Und Frau Simon hat es schon gesagt, alle Absolventen der Bergsass einmal zusammen zu haben, das ist hier wirklich eine Premiere, die Corona-bedingt ermöglicht wird. Corona hat in diesem Jahr natürlich auch die Arbeit des TIKO-Kollegs geprägt. Veranstaltungen waren nur im Januar und Februar möglich und dann wurde, wie überall, ein rasches Umstellen auf digitale Formate notwendig. Im BAK hat es ganz außerordentlich gut geklappt, nicht zuletzt auch aufgrund der hervorragenden Leistung des Teams der Geschäftsstelle des BAK unter Leitung von Frau Dr. Simon, dem großer, großer Dank gilt. Im Research Center of Ancient Studies konnten die BAK-Debates und die Test-Topics sehr weitgehend in digitalem Rahmen durchgeführt werden, genau wie die Veranstaltung des Forums Digital Antiquities, von der Vortragsreihe Digital Classicist Berlin bis hin zur Mitarbeit des BAK in Initiativen der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Dass auch die Graduate School of Ancient Studies überaus erfolgreich war in diesem Jahr, werden Sie später in Person der Absolventinnen und Absolventen selber deutlich sehen. Insgesamt war es trotz der Pandemie ein durchaus erfolgreiches Jahr für das Berliner TIKO-Kolleg. Die Arbeit dieses und des vergangenen Jahres wurde durch die Förderung des Berliner Senats ermöglicht, dem hierfür großer Dank gilt. In den kommenden Jahren ermöglichen die Freie Universität und die Humboldt-Universität durch großzügige Förderung die weitere Stärkung der altertumswissenschaftlichen Verbundforschung in Berlin im Hinblick auf die nächste Runde der Exzellenzinitiative. Hierfür gilt Ihnen herzlicher Dank. Die Berliner Altertumswissenschaften und das BAK wissen dieses Vertrauen zu schätzen und werden es nicht enttäuschen. Die in diesem Kreis versammelte Forschung ist hochaktuell und der gemeinsame Wille groß, das weltweit einzigartige Potenzial dieses Standorts Berlin mit seiner Mischung von Universitäten, Museen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen weiter zu stärken. So gehen wir sehr zuversichtlich in das kommende Jahr, wenn uns auch alle die Hoffnung eint, uns doch möglichst bald wieder von Angesicht zu Angesicht treffen zu können. Bevor ich an Philipp van der Eyck übergebe, der durch die Festbeiträge und die Diskussion führen wird, noch einige Regiehinweise von unserer Seite. Wir empfehlen Ihnen, in den Ansichtsoptionen von Zoom oben rechts die Sprecheransicht auszuwählen. So sehen Sie neben der Präsentation auch immer die jeweils aktiven Akteure. Die Sprecher werden gebeten, ihre Mikrofone auszuschalten, wenn sie gerade nicht aktiv sind. Die Sprachen für den kommenden Teil sind Englisch und Deutsch gleichermaßen. Fragen aus dem Publikum können in beiden Sprachen über die Chat-Funktion in Zoom gestellt werden.
Und jetzt übergebe ich in Vorfreude auf den heutigen Abend den Staffelstab an Philipp van der Eyck. Vielen Dank, Philipp von Rommel. Ladies and gentlemen, in the introduction to his account of the Peloponnesian War, the Greek historian Thucydides lists the factors which, in his opinion, have caused this war to be of greater impact than any other human conflict before. Among these, he mentions the unusual frequency of natural catastrophes, such as earthquakes, droughts, hunger, and also the plague, which struck the city of Athens in the year 430 BC, when Athens was at the height of its power, causing major damage and destruction to the city's population. Further down in his work, Thucydides provides a detailed account of the plague, which has become a model and standard in the historiography of epidemic disease through time. What is particularly striking in this account is that Thucydides describes not only the symptoms of the disease, but also a further factor responsible for damage and destruction: human nature, which in times of crisis can express itself in all kinds of erratic, extreme, and sometimes unlawful behavior. Every time when I read this account, I am struck by the parallels it provides with our current situation. In the spring of this year, the world was taken by surprise by something that was represented as a natural catastrophe, an external demonic force on which one could conveniently put all the blame, and against which people tried to present a united and resilient front. Now, 9 months later, our understanding of the virus, how it spreads and how it can be contained, has significantly increased. But at the same time, human nature is still struggling. Social cohesion is under great pressure. Many people are confused. There is growing disagreement and dissatisfaction about the management of the crisis, and growing impatience about the measures taken. However, the parallel is not without hope, for Thucydides describes also the heroic resistance against the plague shown by people who had overcome the disease. And in the end, the Athenians pulled themselves together and managed to repair most of the damage done to the population and to morale. Likewise, we today can have glimpses of hope that with the concerted effort of medical science and human resilience, this crisis will one day be under control. How can we learn from the past for the present? That is what four experts will show us in the next 60 minutes. Karl-Heinz Leven from the University of Erlangen is a medical historian and an expert on the history of epidemic disease from antiquity till the present day. Doris Gutschmieder-Schümann from the Freie Universität Berlin is an archaeologist and specialized in the history of burial practices and the use of DNA analysis for the study of disease in historical and prehistorical times. Charlotte Roberts from the University of Durham is an expert in bioarchaeology, environmental history, paleopathology, and the history of infectious diseases such as tuberculosis. And Stefan Willich from the Charité Universitätsmedizin Berlin is specialized in social medicine, epidemiology,
the economics of health and disease, and complementary medicine. The combination of these four areas of expertise promises to offer us a most illuminating comparison between the past and the present. In engaging in such a comparison, we are once again acting in the spirit of Thucydides, who wrote his history with the explicit intention that future generations would benefit from it by recognizing patterns and parallels. Patterns in natural phenomena like epidemic disease, and patterns in human behavior responding to such phenomena. Patterns which, for all the differences, variety, and surprises that history presents, also show remarkable similarity and continuity. So we're looking forward to a very exciting program, and I now hand over to our first speaker, Karl-Heinz Leven, who will speak in German on the topic Plötzlich, unerwartet und gegen alle Berechnung, Seuchen in der Antike. Yeah, good evening, Berlin. Do you hear me, Philipp? Do you hear me? Yeah. Oh, thank you so much. I apologize for talking in German, but you may be lucky if you knew my English. So, vielen Dank, lieber Philipp und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie mir die Gelegenheit geben, einen Vortrag zu halten hier in diesem wunderschönen Ambiente, hätte ich fast gesagt. Aber auf irgendeine Weise ist es das ja auch. Und das ist der Trost bei dieser Sachlage. Also kurzum, es geht um Seuchen in der Antike, aber es geht um eine ganz bestimmte, und ich bin ganz dankbar, dass Philipp schon darauf hingewiesen hat, um welche es geht, indem er nämlich einen Autor namens Thucydides zitiert hat, den ich auf Deutsch Thukydides ausspreche. Und es geht also um eine bestimmte Pest, um eine Seuche in Athen. Es geht um Athen, um Perikles und einen Artful Reporter. Es geht um die attische Pest 430 vor Christus und es geht um Orakel, Schuld und Rechtfertigung. Ganz kurzer Blick auf die Chronologie der großen Seuchen. Damit könnten wir uns jetzt den ganzen Abend beschäftigen. Das werden wir nicht tun. Jede Epidemie, jede Epoche hatte ihre Epidemie seit der Antike bis in die Gegenwart. Wem sage ich das? In der Antike, in der frühen Neuzeit und auch in der Zeitgeschichte. Und wir werden uns hier also nur mit einer bestimmten, nämlich mit der attischen Pest, befassen. Der Blick auf Athen, der Ihnen allen geläufig ist, zeigt, wo wir uns hier befinden. Es geht um den schon von Philipp auch eingangs erwähnten singulären Einschlag dieser Seuche, die mit einer unfassbaren Mortalität einherging, nämlich ungefähr 25%. Also von 100 Menschen sind 25 gestorben an dieser Krankheit. Und die Situation, die historische Situation ist auch schon erwähnt, ist der Beginn des Peloponnesischen Krieges, dieser Bruderkrieg, könnte man sagen, der beiden großen Mächte, nämlich Athen und Sparta. Und diese Krankheit war nun, und das sagt uns der Augenzeuge, der Geschichtsschreiber Thukydides, diese Krankheit, Aedes tesmoso, diese Krankheitsart, war unfassbar für den Verstand. Kreison logu, sie befiel jeden mit einer Gewalt, die über Menschen Natur ging. Die Krankheitsschilderung, die Seuchenschilderung des Thukydides ist die einzige Quelle, die wir haben. Es ist aber eine formidable Quelle. Und sie sagt auf etwa acht Druckseiten ungefähr alles, was man überhaupt über eine Seuche sagen kann. Sie hat auch eine sehr große Nachwirkung in der Literatur, auch bis in die Gegenwart hinterlassen. Es wurde auch schon erwähnt und ich bin ganz dankbar, dass Philipp auch sehr deutlich hingewiesen hat auf die Aktualität auch einer so alten Schilderung, immerhin 2.500 Jahre alt. Die Aktualität liegt auf der Hand und erwähnte auch schon, Philipp, dass nämlich Thukydides einen Nutzeffekt seiner Gesamtdarstellung des Peloponnesischen Krieges auch nennt. Und es ist in dem berühmten Methodenkapitel, wer aber klare Erkenntnis des Vergangenen erstrebt und damit auch des Künftigen, das wieder einmal nach der menschlichen Natur, katato anthropinon, so oder ähnlich eintreten wird, der wird mein Werk für nützlich, ophelima, halten. Nun, diese Absicht, die
Thukydides da verfolgt. Es ist eben nicht das Publikum zu unterhalten, so etwa wie Herodot, sondern er möchte das Publikum, die Leser, unterweisen. Und es ist viel darüber geschrieben worden, was nun genau er da erstrebt. Und das ist auch nach vielen Jahrhunderten der Beschäftigung damit nicht so ganz klar. Ist auf jeden Fall eine sehr starke Intention. Ein Thema SAE soll es nämlich sein, ein Besitz für immer. Und wenn Sie meine ganz persönliche Theorie dazu erfahren möchten oder auch nicht möchten, wir sind ja hier einigermaßen unter uns, ich kann das auch sagen, das sind noch laufende Forschungen. Thukydides war vermutlich gar kein Athener, sondern ich halte ihn für einen Bielefelder Soziologen, der mit einer Zeitmaschine nach Athen gereist ist. Und vielleicht war es sogar Niklas Luhmann persönlich. Und das würde auch erklären, dass Thukydides so schnell wieder aus der Geschichte verschwunden ist. Aber das ist eine andere, das sind laufende Forschungen, die ich hier nur beiläufig erwähnen möchte. Kommen wir zurück zu der Intention des gesamten Geschichtswerkes und auch zu einem Zusammenhang zwischen dem Methodenkapitel und der Pestschilderung. Denn wir lesen hier einen sehr, sehr wichtigen Satz. In dieser Pestschilderung heißt es nämlich, mag nun jeder darüber sagen, Arzt oder Laie, wodurch seiner Meinung nach dieses Übel entstand. Ich will nur schildern, wie es war. Nur die Merkmale, an denen man sie am ehesten wiedererkennen könnte, also die Krankheit, um dann Bescheid zu wissen, wenn sie je noch einmal hereinbrechen sollte, die will ich darstellen. Hier gibt es offenbar einen direkten Zusammenhang zwischen dem Methodenkapitel und der Intention auch der Pestschilderung. Und auch da ist der Nutzen, der genau gemeint wird, nicht so genau erkennbar. Nicht? Aber wir sehen hier einmal mehr den engen Zusammenhang zwischen der Gesamtmethode und auch der Methode der Pestschilderung. Nun, diese Pestschilderung, ich zeige nur zur Illustration ohne weitere Erläuterung, das wäre jetzt die Aufgabe von Kunsthistorikern. Es gibt natürlich keine Abbildungen aus der Antike, die Pest in Athen zeigen. Es gibt nur fantasievolle Darstellungen aus der frühen Neuzeit. Hier zum Beispiel von Swerts das Bild Die Pest in Athen, das hängt heute in Los Angeles. Und das ist offenkundig eine Anspielung, oder hat sehr starken Bezug auch zu der früher entstandenen Pest in Ashdod von Poussin, die heute im Louvre hängt. Nicht, das sei also hier nur beiläufig erwähnt. Schauen wir uns einmal kurz diese Pestschilderung des Thukydides an, kursorisch, also wenn man so will, die Kapitelüberschriften seiner Schilderung. Es geht zunächst um die Chronologie, dann geht es auch um die Hilflosigkeit der Ärzte, es geht um die vermutete Herkunft, vielleicht aus Äthiopien, es geht um die Möglichkeit der Brunnenvergiftung. Thukydides betont, dass er Augenzeuge war. Er schildert den typischen Krankheitsverlauf, auch die Erkrankung von Tieren, das ist auch sehr interessant. Er schildert die Mutlosigkeit, Atymia, die Ansteckung und die Immunität. Er geht auf die Bestattungsriten ein, die Verwilderten, und er sieht den Beginn der Gesetzlosigkeit, der Anomia. Und er erwähnt, und das wird uns dann auch hier beschäftigen, während man über die anderen Dinge auch sehr viel sagen könnte, auch über Orakel. Das soll uns hier ein bisschen näher beschäftigen. Er sagt, dass die Peloponnesier verschont blieben und er erwähnt die schon genannte Sterberate im Heer, nämlich 25%. Das ist eine große Zahl. Eine kurze Bemerkung zum medizinischen Hintergrund, und zwar zum zeitgenössisch-medizinischen Hintergrund. Thukydides schildert sehr, sehr eingehend den Krankheitsverlauf und man merkt, dass er auch medizinische Kenntnisse hatte. Er hatte offensichtlich auch Kenntnis der zeitgenössischen hippokratischen Medizin, obwohl er das nie sagt, aber man kann es aus der Schilderung in gewisser Weise entnehmen. Und was hat denn die zeitgenössische Medizin zu bieten? Sie hat, das ist eine fantasievolle Darstellung, die ich selbst einstmals gemalt habe und hier projiziere. Es geht darum, wie konzeptualisiert die zeitgenössische Medizin eine Seuche. Kurz gesagt, in dieser Miasma-Vorstellung handelt es sich um Verunreinigung, also Miasmata ist ja das griechische Wort für Verunreinigung, eigentlich eine rituelle Verunreinigung, aber die hippokratischen Ärzte haben da eher eine materielle Verunreinigung vermutet, die man zwar nicht sehen konnte, aber man konnte sie riechen. Nämlich die Vorstellung, aus Sumpf, aus Fäulnis, aus Gestank steigt das hoch unter dem Einfluss des Klimas. Und so schreibt also der hippokratische Autor einer Schrift Periphyson, das allgemeine Fieber, das Leumos genannt wird, ist deswegen allgemein, weil alle dieselbe Luft einatmen. Und dann,
Und weil, wenn die gleiche Luft in gleicher Weise dem Körper beigemischt wird, auch die Fieber gleich sind. Ist nun die Luft durch schädliche Stoffe verunreinigt, das Systeme Miasma sind, dann werden die Menschen krank. Und man sieht daran, diese Lehre ist eine naturkundliche Lehre. Sie ist rational und sie ist auch sehr, ja, ein bisschen abstrakt. Hier fehlt zum Beispiel auch das Element der Ansteckung. Das interessiert die Hippokratiker nicht. Und es findet sich auch keine Schuldzuweisung. Ansteckung hat ja immer was mit Schuld zu tun. Das fehlt in dieser zeitgenössischen medizinischen Theorie, die übrigens, die hippokratische Medizin, von der Seuche in Athen keine Notiz genommen hat. Das ist auch sehr markant. Es gibt keine Stelle im Corpus Hippocraticum, jedenfalls keine zeithistorische, die auf die Seuche in Athen anspielt. Das ist auch ein interessanter Befund. Kommen wir einmal zur Lage der Stadt Athen und schauen wir uns die Geografie an. Und ich verweise hier auf das fantastische Buch von David Cornwell, ein guter Freund von mir in Amerika. Er hat seine Dissertation darüber geschrieben, über The Long Walls, Connecting a City to the Sea. Und er hat Jahre in Athen verbracht und ist jeden Meter abgeschritten und hat alles aufgenommen, was noch erkennbar ist, auch alle Schriftzeugnisse. Und die Stadt Athen war ja durch die Mauern mit Piräus verbunden. Dadurch entstand eine Großfestung, die also eine Nabelschnur hatte. Die war nur 150 Meter breit. Also zwei Mauern mit einem Abschnitt von 150 Metern verbanden die Hafenfestung Piräus mit der Stadtfestung Athen. Das war eine unangreifbare Großfestung, die auf Themistokles zurückging und von Perikles vollendet wurde. Dahinter steht schon von vornherein der Plan, die Landmacht Sparta und ihre Verbündeten praktisch auszuspielen, weil die gegen diese Mauern keine Mittel hatten. Das heißt, damit war Athen unabhängig über den Hafen, konnte es versorgt werden. Es konnte auch selber militärisch aktiv werden, weil die Flotte hier ungehindert ein- und ausfahren konnte. So der Plan. Und nun ist allerdings mit dem Plan auch verbunden, mit dem Ausbruch des Peloponnesischen Krieges, dass die gesamte Bevölkerung Attikas hinter die langen Mauern bzw. in die Großfestung evakuiert werden muss. Vielleicht schätzungsweise eine Viertelmillion, aber nur um eine Größenordnung zu geben. Eine Zahl von mehreren hunderttausend Menschen musste nun hinter die Mauern flüchten, als die Peloponnesier einmarschierten. Die sind aber nicht zwischen diesen beiden Mauerschenkeln hier gehaust, sondern die waren in der Stadt selber zum größeren Teil. Und Sie sehen, wie klein das ist. Ja, wenn Sie kennen Athen, nicht? Das ist ja gerade mal hier die Innenstadt. Da drängten die sich zusammen in einer ungeheuren Gedränge. Und es war Sommer, 430. Und das war der zweite Einfall der Peloponnesier. Beim ersten Mal hat es geklappt. Da ist nichts passiert. Beim zweiten Mal bricht die Pest aus. Und der Zusammenhang zwischen dieser Zusammenballung von Menschen und dem Seuchenausbruch liegt auf der Hand. Ja, das überrascht uns überhaupt nicht. Denken Sie an die Wasserversorgung für so viele Menschen auf engstem Raum in der Sommerhitze, dass da eine Seuche ausgebrochen ist, welcher Art auch immer, bakteriell oder viral, ist gar nicht wichtig, sondern das ist eine Kriegsseuche gewesen. Ja? Eine Seuche, die der Unkultur, der unhygienischen Zustände. Nun, dieser Zusammenhang zwischen Seuchenausbruch und Gedränge in der Stadt. Da könnte man sagen, naja, das ist jetzt dieser Besserwisser aus der Medizingeschichte, der weiß das natürlich. Nein, es ist auch für die zeitgenössisch-medizinische Theorie ja plausibel. Sie erinnern sich an die Miasma-Lehre, nicht? Da ist auch von Verunreinigung der Luft durch organische Reste im weitesten Sinne, also Gestank, Fäulnis die Rede. Und genau diese Zustände herrschen jetzt in der Stadt. Also auch für die zeitgenössischen Beobachter muss das plausibel gewesen sein. Und die Athener haben gemerkt, dass der Kriegsplan des Perikles, nämlich diese Zusammenballung im Sommer, denn der Sommer war waren die Monate der Kriegführung, diese Zusammenballung im Sommer ist auch eine der Ursachen für die Pest. Und deshalb wurden sie auf ihn unwillig. Sie hatten jetzt beides, den Krieg und die Pest. Und sie haben auch erkannt, dass der Seuchenausbruch mit dem Kriegsplan selbst zusammenhing, also mit der Strategie, nämlich der Konzentration in der Großfestung. Und wenn wir nun auf Thukydides eingehen, der ja das überliefert hat, Perikles selber spricht ja sozusagen durch das Medium Thukydides. Wenn wir also bei Thukydides lesen, dass der in 265.13, Die Experten kennen die Stelle, wenn da behauptet wird, mit Perikles Kriegsplan hätten die Athener gesiegt,
wenn man ihm treu geblieben wäre, Perikles ist ja mit der Zeit, also bald gestorben, und Thukydides behauptet, hätte man den Plan des Perikles umgesetzt, so wie er geplant war, dann hätten die Athener gewonnen, nicht? Und er hat damit den Faktor Pest einfach aus der Gleichung herausgerechnet, nicht? Aber das haben die Leute damals nicht geglaubt und wir glauben es auch nicht. Das muss man sehen. Und jetzt kommen wir einmal zum Selbstbild Athens, das sich mit dieser Gestalt des Perikles ja untrennbar verbindet. Man spricht ja sogar vom perikleischen Zeitalter, das dann im Grunde mit dem Beginn des Peloponnesischen Krieges auch endet. Und wir haben in Thukydides einen Artful Reporter. Also das soll heißen, er ist kein Kriegsberichterstatter, kein Mensch, der Notizen macht und direkt an uns weitergibt, sondern er ist ein Künstler. Er ist ein Geschichtsschreiber, er ist in erster Linie ein Künstler. Und bei ihm sind Fakten und Fiktion vermischt, und zwar in einer kunstvollen Weise. Und das gilt auch für die Pestschilderung, es gilt auch für die Einordnung der Pestkatastrophe in den Gesamtverlauf des Krieges und auch über in dieses Drama Athens, wie man das genannt hat. Ja, das ist das Drama Athens, was er schildert. Und wir können ihn an keiner Stelle wirklich kontrollieren. Es gibt keine Parallelquellen. Er ist die einzige Quelle. Nicht? Wir müssen ihm, man könnte sagen, wir müssen ihm glauben. Nicht? Aber das tun wir natürlich als Historiker nicht, sondern wir sind immer kritisch und schauen uns einmal an, wenn wir jetzt das Selbstbild Athens, so wie es uns präsentiert wird, vermeintlich von Perikles in den Reden des Perikles, aber hier spricht im Grunde Thukydides zu uns. Ja? Da sehen wir am Ende des ersten Kriegsjahres, das ist kurz vor dem Ausbruch der Pest, die Gefallenenrede, den Epitaphios. Und in dieser Rede steht Athen auf dem Höhepunkt seiner Macht. Das erste Kriegsjahr ist glimpflich vorbei und einige Gefallene werden beerdigt. Und Perikles entwirft nun das Bild der athenischen Vormacht und der Größe. Er nennt die Stadt, den Staat, ein Vorbild, ein Paradigma für ganz Griechenland. Er sagt selbstbewusst, unsere Stadt, unsere Polis ist die Schule von Hellas, Thessalados Paidoisis. Das ist sozusagen, das ist der höchste Anspruch, den Athen jemals in seiner Geschichte erhoben hat. Und nun kommt etwas, nämlich die Pest, ein knappes Jahr später, nach der Pest, als die Athener unwillig werden, steigt Perikles erneut auf die Rednertribüne und jetzt geht es um eine Verteidigungsrede. Und das ist die letzte Rede, die von ihm auch gehalten wurde, öffentlich. Und da geht es nun um eine Rechtfertigung. Und in der modernen Forschung nennt man das eine kompositorische Juxtaposition. Das klingt gelehrter, als es ist. Gemeint ist damit, der Gegensatz zwischen dem Epitaphios und der Verteidigungsrede, die auf die Pest Bezug nimmt, könnte nicht größer sein. Ja? Hier die strahlende Stadt Athen, das Vorbild und nun das Elend. Und was ist das für ein Elend? Und wir erfahren es hier in den Worten des Thukydides, beziehungsweise es ist die fiktive Rede des Perikles, also der Charakterreden bei Thukydides ist ja sehr, sehr schwierig zu charakterisieren. Also hören wir Perikles so, wie Thukydides ihn wiedergibt. Er spricht von häuslichem Elend. Also die Pest ist ein häusliches Elend, nicht ein Staatsproblem. Sie ist ein häusliches Elend, das man überwinden muss. Es ist ein gewaltiger Umschwung, es gibt Schicksalsschläge. Und er nennt die Krankheit das einzige Ereignis, das wirklich unsere Erwartung überstieg. Damit wird erkennbar, offenbar ist dieses Ereignis im Kriegsplan des Perikles nicht vorgesehen gewesen. Er hat praktisch die Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen. Und er sagt auch, Perikles, so wie Thukydides ihn darstellt, Götterfügung, und das ist eine, man könnte sagen, freie Übersetzung von Taldamornia, Götterfügung, man könnte auch sagen, das, was vom Himmel kommt, ja, Götterfügung muss man nach Notwendigkeit tragen, Feindesschläge mit Tapferkeit. So versucht also Perikles seine Mitbürger, seine, man könnte sagen, auch Untertanen, auch wieder zu motivieren, zum Durchhalten. Und um das hier abzuschließen mit diesem Zitat, er sagt auch, denn was plötzlich, unerwartet und gegen alle Berechnung eintritt, knechtet das Denken. Und so ist es euch, neben anderen Vorfällen, vor allem mit der Krankheit ergangen. Übrigens, er betont, dass es euch, also den Athenern, ihm offenbar nicht, denn er steht da scheinbar drüber. Und damit exkulpiert sich Perikles gegenüber seinen Zeitgenossen.
Auch gegen den Vorwurf, dass ein Kriegsplan einen entscheidenden Fehler enthält, nämlich diese Zusammenballung der Menschen. Perikles hat die Dummheit des Schicksals nicht bedacht, die in jedem Krieg auch immer zu bedenken ist. Es verläuft nie so wie geplant. Nun, das ist, sagen wir mal, eine, darf ich ja? auf die Uhr weisen? Ja, ich bin in 2 Minuten fertig, Philipp. Okay, darf ich? Danke für den Hinweis. Ich möchte noch das ein bisschen vervollständigen. Stichwort Rechtfertigung, Orakel und auch der Strafgedanke liegt da auch in der Luft. Denn in Athen erinnerte man sich an das Orakel der Lakedaimonier, sagt Thukydides. Diejenigen, die es kannten, als auf ihre Frage, nämlich auf die Frage der Lakedaimonier, ob sie Krieg führen sollten, der Gott verkündete, den machtvoll Kämpfenden falle der Sieg anheim, er selbst werde mit eingreifen. Warum ist dieses Orakel, das Thukydides so beiläufig erwähnt, so wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil der Gott in Delphi hier gemeint ist und das ist Apoll und das delphische Orakel war traditionell Sparta-freundlich. Hier wird also, wir werden die Spartaner zum Krieg ermuntert und der Gott sagt sogar, er wird mit eingreifen. Er wird den Spartanern helfen. Und warum ist das in Athen wichtig? Nun, das ist eine Anspielung auf die homerische Ilias, die jedes Kind in Athen sofort erkennt. Thukydides hat das nicht eigens hervorgehoben. Das braucht er auch deshalb nicht, weil das jeder sowieso gemerkt hat. Und wer ist denn in der Ilias schuld an der Pest? Es ist der Frevel des Anführers Agamemnon. Und wenn wir das jetzt übertragen in die zeitgenössische athenische Literatur, dann findet sich auf einmal Perikles in der Rolle des Agamemnon, desjenigen, der schuld ist an der Pest. Und es liegt auf der Hand, dass das für Perikles eine Herausforderung war, die er in der erwähnten Verteidigungsrede dann mehr oder weniger auch beantwortet hat, ohne direkt darauf einzugehen, dass er eigentlich schuld ist. Damit komme ich zur letzten Folie und möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also diese Pestschilderung, das Ereignis an sich ist in vielerlei Hinsicht einzigartig und der Einfluss der Pest auf den Kriegsverlauf steht fest. Allerdings ist er schwer zu quantifizieren. Wir können auch beiläufig feststellen, dass es von staatlicher Seite, von der Polis Athen, keinerlei Maßnahmen gegeben hat gegen die Pest. Sie wurde als privates Problem jedem einzelnen Bürger aufgegeben. Es gibt keine Abwehrmaßnahmen wie im Spätmittelalter. Wir haben auch festgestellt, dass die Seuche nur durch die Schilderung des Augenzeugen Thukydides bekannt ist. Und er komponiert ein nüchternes, ein detailliertes, auf einen bestimmten Nutzen abgestelltes Bild, aber es ist bei aller Authentizität ein literarisches Kunstwerk. Wir haben auch gesehen, dass Thukydides zeitgenössische Deutungsmuster, auch die religiösen Erklärungen, auch die Orakel erwähnt und auch dieses Orakel, das nämlich Apoll selbst hier als Bündnispartner der Spartaner gesehen hat. Und daraus haben wir geschlossen, dass Perikles damit unter einen besonderen Rechtfertigungsdruck geraten ist. Er musste nämlich seine Taktik, seine Strategie besser gesagt, rechtfertigen, die ja dazu geführt hat, dass alle Menschen in dieser Sommerhitze zusammengepfercht waren in den Mauern. Deshalb hat er zu dem Ausweg gegriffen, die Pest nicht als Folge seiner Strategie auszugeben, sondern als Himmelsschickung, als Daimonia. Und damit hat er die ganze mögliche Schuldzuweisung auch von sich gewiesen. Wir sehen aber, dass Thukydides hier ganz bewusst eine sehr freundlich gegenüber Perikles zu bezeichnende Haltung einnimmt. Das ist eine bewusste Verzeichnung auch des Bildes und das fügt sich in den Gesamtkontext auch seines Geschichtswerkes. Damit bin ich auch am Ende und entschuldige mich für die etwas Überlänge. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, Karl-Heinz, für diesen schönen ersten Vortrag. Wir machen gleich weiter. Von der Medizingeschichte gehen wir zur Archäologie. From medical history, we move on to archaeology. And we're looking forward to Doris Gutschmieder-Schumann, who will talk to us about archaeology of the plague in diachronic perspective. Thank you very much. Also, thank you for the possibility to speak at the annual event of the Berliner Antike Kolleg. So I hope you all can see my slides now.
Yes, very good. Yes, perfect. Thank you. And yes, I'm also able to direct them forward. I am talking today about archaeology of the plague in a diachronic perspective. I will explore how people coped with death if the late individuals died from a disease that has the potential to be or to become epidemic. The examples I will discuss today are plague graves. All examples have in common that the plague as cause of death was confirmed by detection of ancient DNA of the plague bacterium Yersinia pestis. Today we are experiencing the global COVID-19 pandemic and its impact on individuals, families, and societies firsthand. And therefore, we also experience that an epidemic disease has a medical and biological dimension as well as a social one. In popular media, past plague pandemics are sometimes used as models to analyze the present in the presence of COVID-19 and to predict the future, as some randomly chosen headlines on the slide might show. Therefore, it might also be of interest and will give further insight to look into the archaeology of the plague. This also means that I will discuss graves and grave finds in my presentation. So please be aware that you will see pictures of skeletons in the following slides. Before we look into the past and examine graves of past individuals who died from an infection with Yersinia pestis and therefore from the plague, we should take a brief look on plague research and how people can be infected by the plague. In written texts of past times, some epidemic outbreaks are described in a way that the described disease can be identified as the plague. These were the earliest sources that were used to research on past plague pandemics from the 1830s onwards. However, as though texts were usually not written to report on a specific illness, but the appearance of the disease was used to transport statements about other matters, this text cannot be used as reports in a modern sense, but have to be read and interpreted carefully. Furthermore, the research on plague pandemics by medical historians started at a time when the pathogen itself and the possible ways of transmission have not yet been understood. To research past plague outbreaks, the main source were for a long time written texts, until from the late 1990s onwards, the ongoing development of paleogenetics made it possible to detect typical fragments of the DNA of the plague bacterium Yersinia pestis within human remains. The identification of the plague as an epidemic disease in written texts led to the traditional division of past occurrences of the plague into three major pandemics. Usually an early medieval, a late medieval and early modern, and a modern plague pandemic are recognized. But that did not mean that the plague vanished after the third pandemic. In the present, approximately 1 to 2,000 cases are reported each year worldwide. However, this traditional view of three major pandemics is, on the one hand, a European-centered one, and on the other hand, it is also outdated, since in 2015, Yersinia pestis DNA was detected in human skeletons from burials dating to the late Neolithic and early Bronze Age. With the development of ancient DNA research and the discipline of paleogenetics, it became possible to identify past individuals who died from the plague in their graves and therefore in the archaeological record. With the detection of ancient DNA of the plague bacterium Yersinia pestis, it became obvious that the plague is a disease that was with the humans from the late Neolithic onwards. And we should also keep in mind that detection of ancient DNA is only possible in inhumation graves. So an archaeology of the plague is only possible in those times and areas where inhumation was the main burial ritual.
To understand the medical and biological dimension of the plague, it is useful to look at the bacterium Yersinia pestis as the agent that causes the plague. But we should also keep in mind that those pathogens were unknown to the past people and that they most likely reacted to the visible and noticeable symptoms and treated them. The plague is a disease that has its origins within animals and can be transferred between animals, from animals to humans, and vice versa. Nowadays, Yersinia pestis is still exists in animal reservoirs in various regions of the world. Humans can be infected in different ways, as this illustration on plague transmission shows. Plague infections in humans can take three different courses of disease, from which we know today how likely it was to survive. Eventually, past people died from the plague. The way the dead were treated can be examined archaeologically and provide some insight how the past society reacted to the deadly disease. Therefore, the archaeological record shows the social dimension of the plague. As mentioned before, the chosen examples have in common that the plague as cause of death was confirmed by detection of Yersinia pestis DNA. I would like to start with one example where an archaeological site can be connected to written texts about the plague as well as to ancient DNA. The so-called Royal Mint Cemetery, East Smithfield, London, was, according to written sources, built in 1348 as a new cemetery in order to react to the Black Death outbreak in town, and was used as a plague cemetery for about 2 years. Archaeological excavations in the 1980s brought single graves as well as mass graves and open trenches to light, where the dead were buried in rows next to each other. The single skeleton, however, are laid carefully on their back in the mass graves and open trenches next to each other and therefore treated with at least some dignity, probably according to what was possible at that time. Another example from the same time but another area is the mass grave of Mönchengpichl, Bavaria, Germany. Here at least 75 individuals had been buried in a single event. The dead have been buried hastily in a large pit that was found below the sacristy of a church, scrammed together tightly in four layers. The individuals neither showed signs of coffins nor of individual clothing. Here, the surrounded society reacted differently to the dead caused by the plague. The dead were not buried properly, but thrown away into a grave pit that was at least part of a regular cemetery. So these two examples from the 14th century show that the contemporary society reacted to the death caused by the plague rather differently. In the case of the Royal Mint Cemetery in London, additional space for the death was created and the burial customs were adapted to the new situation. In the case of Mönchengpichl, the dead were still buried at the usual burial space next to the church, but the burial customs were massively changed. The dead were more or less just thrown away. Let's go back in time and to examples from the early Middle Ages, more specifically to examples from the rural regions of the Merovingian area. The first Merovingian cemetery where plague graves were confirmed by ancient DNA in 2005 was the cemetery of Aschheim bei Jovarenring, Bavaria, Germany. The first confirmed plague grave, which you can see here with pictures of some of the grave goods, was a double burial of two female individuals who were, according to their DNA, close relatives, most likely mother and daughter. However, the burial was carried out like other burials in that time. The dead were dressed and equipped with their personal items and they were laid carefully on their back. Besides the fact that these two individuals shared one grave pit, archaeologically was this grave not special. And according to the grave goods, this burial has to be considered to be one of the richest burials of the cemetery.
further investigations of more double and multiple burials from the cemetery of Aschheim by Jovarenring showed more individuals that died from the plague. Again, the burial rites of Merovingian times were conducted carefully on these burials. And because of the rich burial equipment, some of them also can be considered as part of the local elite. For the whole cemetery, sex and age of death determinations was carried out by Anja Staszkiewicz. She compared the cases from those graves that could be dated within a smaller range. The result was that even in the middle of the 6th century, during the first wave of the Justinianic plague, the death rate was just slightly higher than in other periods. In recent years, more Merovingian cemeteries were examined for Yersinia pestis DNA. Unfortunately, often only double and multiple burials were chosen for ADNA research and phylogenetic examination. But as the usual Merovingian burial process was carefully followed in the confirmed plague graves, it can be assumed that there are also plague graves among the single burials. However, here you see some of the confirmed plague graves from the cemeteries of Dittenheim, Petting, and Untertürheim, who confirm the picture we already have seen at the cemetery Aschheim bei Jovarenring. These examples also show that it is important to consider the archaeological record and the individual burial as well. If the human remains from the graves are displayed, like this confirmed plague grave in the middle of the slide from the Merovingian cemetery of Alten Erding, that shows which part of the skeletons are preserved but hides the contemporary burial customs, important information is missing. So from these examples from Merovingian plague graves, we can see the following reactions of the contemporary society. The deaths who died from the plague were buried in the usual burial places, which are at that time large cemeteries outside of the villages. If we look at the burials on the level of a single late individual, it can be seen in the way the body was prepared and equipped for the burial and how it was placed in the grave, that the usual burial customs for individuals are still followed. However, some of the individuals who died from the plague are buried in double or multiple burials. Here we can see that the deceased who are buried together have more in common than just dying from the plague at approximately the same time. Like in this example, where three buried individuals are also close relatives, it is likely that individuals sharing a grave belong to the same family or community living at one farm. The reaction of the Merovingian rural communities to the death caused by the plague might challenge the picture we often have in mind when thinking about the early medieval plague that is often shaped by the written sources we know from, for example, Constantinople or the Mediterranean area. It seems that the Merovingian rural society was not reacting to an epidemic outbreak, but to an illness that caused the death of some of its members, who are mourned accordingly. In the last segment of my presentation, I would briefly look further back in time and have a look at prehistoric plague graves too. Since 2015, it became obvious that the plague is a disease that was with humans since a much longer time than thought before. The first prehistoric example I want to explore is an early Bronze Age burial from Hohenstetten-Postillonstraße, Bavaria, Germany. Here in grave 36, a male individual was buried in a single grave and equipped with a copper dagger, a bangle, and two flint arrowheads. The crouched position of the interred corresponds with the burial practices at this time in this area. Again, even with Yersinia pestis DNA confirming that this man died from the plague, he was carefully dressed and prepared for burial and buried as any other individual at that time or that burial place. The second example I want to mention is a passage grave from Frälsegarden, Western Sweden, dated to the Funnelbaker culture. This grave was used for burials for approximately 200 years, and during this time span, up to 78 individuals were buried there. In the remains of two of them, Yersinia pestis DNA has been found. So here, the individuals
who died from the plague were still buried in the passage grave too. And the contemporary burial customs seem to be followed. Within these two prehistoric examples of individuals who died from the plague, the contemporary society seemed not to react to the death by a potential epidemic disease, but to the death of an individual person. However, these two examples from the late Neolithic and early Bronze Age are also good examples that show how modern perceptions of the plague and assumptions of how a society should react to a potential epidemic disease influence the interpretation and the public perception of the archaeological record. The publication of the Stone Age plague was also widely received in popular media. However, in many of those articles, some kind of misunderstanding became obvious. The passage grave that was used for burials for a long time period, for about 200 years, was regularly described as a mass grave that was created in one single event, like the one we saw from Mönchengladbach. Here, in this popular articles that misunderstood the archaeological record, it becomes very obvious that just mentioning that a person died from the plague leads to certain biased interpretations. The plague is usually recognized as a disease that causes epidemic outbreaks with devastating death rates, to which a contemporary society can only react by throwing the dead away without any proper burials and by abandoning the ill. But instead of assuming that every disease that has the potential of becoming an epidemic outbreak also become one during past days, the living conditions of the past individuals who died from the plague and their surrounding societies should be examined first. For this, we need the archaeological record, as I might have shown with my brief examples. And this also ends my presentation. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Kutschmiller-Schumann, for this beautiful presentation. And we move on to our third presentation now from Charlotte Roberts. We stay in the material culture and archaeological domain. What can our ancestor skeletons tell us about infectious diseases? Charlotte. Good evening, everybody. I'd first like to thank the organisers for inviting me to this public engagement event. On a subject that I'm particularly interested in and is current in our world. And as I reflect on my discipline of bioarchaeology, meaning the study of archaeological human remains, I think that bioarchaeology has something to contribute to understanding pandemics past and present, and perhaps can help us think about managing these pandemics in the future, like we're trying to manage COVID-19 today. I've got two parts to my talk this evening. First, I'm going to introduce you to bioarchaeology, what it means. There may be people listening who don't know what this is all about. So I will give you a little brief overview. And then I'm going to focus on bioarchaeological insights related to vulnerability to COVID-19, how bioarchaeology can tell us something about what people are experiencing today in terms of who suffers from COVID, who are the most vulnerable parts of society. So first of all, what is bioarchaeology? So if you define archaeology as the study of people, I would argue that human remains the most important part of the study of archaeology, because it's the people in the past who created the past. They're the ones who built monuments like Stonehenge. They're the ones who domesticated plants and animals. So surely studying the remains of past humans will tell us what we need to know about the past. But also, if we put what we find out about humans from their remains, we put that into context,
and understand what kind of lives people lived in the past, that will tell us a bit about why we are who we are today. If we focus then on what kind of information we can get from human remains, I would argue too that studying health and well-being from those remains is probably the most important part of bioarchaeology. We know that everyone gets ill today with something, and they did in the past, and that affects our very function in society. So it's important to really focus on archaeological human remains to understand what happened in the past. It is a holistic discipline, but it also brings in other disciplines to enhance what we can learn from human remains. It's very much teamwork too. So I have worked in my time as a bioarchaeologist with geneticists, with chemists, with biologists, and all those people in those disciplines help me to interpret what I find out in the human remains I study. But very importantly, studying human remains gives us a deep time perspective to who we are today. But we don't just study human remains for their own sake. They are part of a large jigsaw puzzle of the past. So why do we contract infections? It's not just about the pathogen, it's also about our behaviour within our environment, within our society. Also important is intersectionality, because it's not just, for example, our age or our gender that might predispose us to getting infections, or ethnicity in terms of COVID-19, but it's also about the strength of our immune system, what we eat, maybe what kind of work we do, how stressed we are, what kind of environment we live in. Is it an urban environment or a rural environment? And we know for COVID-19 today, it is more about people living in urban environments who are more susceptible. Our immune system strength is really important in terms of resistance to infectious diseases. And of course, what you eat will influence how strong your immune system becomes and how resistant it is to infections. So what do we study, and what kind of information do we get out of studying human remains? It's mainly skeletons from archaeological sites that we study, but sometimes in some parts of the world, there are preserved bodies, for example, in very cold or very dry areas. But most bioarchaeologists study skeletons. We want to find out what biological sex people were, and we can do that very easily when we're studying adult skeletons, less easily for children's skeletons, but we can use new methods that have come along to work out the sex of a child, for example, using DNA analysis. We also want to know their age at death. You know, were they people who were living a long time, or were they dying earlier than we would expect? And for that, we look at, in children, the development of their teeth, and in adults, how their skeletons degenerate. We can get quite an accurate age for a child compared to an adult skeleton, because people's bodies degenerate in different ways and at different rates. We also want to know how high people were, because that reflects particularly what kind of diet they were eating. Was it a well-balanced diet when they were growing up? Although genetics does have some part to play in how tall people become.
And then we want to focus on what health problems they experienced in the past. And we look at the bones to find out what markers on the bones might indicate disease. And here I've got some examples. This is the skull of a person who had cancer in the past, and you can see all these holes in the skull. This is a person who had tuberculosis in the past, an infectious disease, and this has caused damage to the spine. Here we have someone's feet, someone who had leprosy, another infection in the past, which can lead to damage to the toes, the toe bones. And here's the skull of someone who had syphilis. And again, you can see these lesions or holes in the skull, which indicates syphilis. We can also use more advanced techniques, such as radiography. And here's the bones of someone who had breaks to them, fractures, and they've healed. Of course, dental disease was a problem in the past, especially when people started eating a lot more sugar in the medieval period. So we can look at different dental diseases too. And here's an example. This is plaque that has become hardened into something called calculus, and is sticking to the teeth here. This is a fantastic source of information, actually, for so many things. And we have found that pathogens will survive in this plaque. So people are starting to use DNA analysis on plaque in skeletons to find out more about health. We can also look at historical information that tells us something about people's health in the past. And I've just given one example here of a London Bill of Mortality. And this is deaths in 1 week in 1665. And it's showing you the causes of death and the numbers of people who have died from those different causes. And you can see here, during that week, over 4,000 people died from the plague, which was a common infection at that time in London. You can see some of the problems with historical data, though, here, because there are some causes of death we don't understand. For example, suddenly, which may mean a heart attack or a stroke, and purples, and rifing of the lights. But of course, we can see other things that we do recognize, like consumption, which was probably tuberculosis, and scurvy, vitamin C deficiency, and rickets, vitamin D deficiency. Of course, the plague, the Black Death, was commonly around in the past, particularly from the 14th century onwards in Europe. But the plague doesn't affect the skeleton. So we don't see markers on the skeleton indicating someone had the plague in the past. But bioarchaeology can tell us about the impact of the plague on people and populations in other ways. And Sharon DeWitt at South Carolina University in the USA has done a lot of work on this pandemic and looking at the effect of the Black Death on age at death, and also on whether it affected more men than women, and whether it predisposed to other health problems, or whether people attained the height they would be expected to attain for their population, particularly focusing on a cemetery in London called East Smithfield, which has historical information contemporary with it that indicated that people with the Black Death were buried there. Of course, DNA analysis has been really important for understanding the history of this pandemic, because it's the only way we can detect it in skeletons. So we can look at the DNA that's preserved in bones and teeth of the pathogen that causes
the Black Death, Yersinia's, Yersinia pestis. And you can see a summary of some of that work in this slide. So that's a little introduction to bioarchaeology, something about what people have done in terms of looking at the Black Death in the past, which was the major pandemic. And now I'd like to just turn to some work that I've been focusing on via the British Academy, based in London, as a response to COVID-19, thinking about how the arts, humanities, and social sciences can contribute to really thinking about the post-pandemic landscape of COVID. What can lessons from, for example, bioarchaeology teach us about how we might manage the pandemic and maybe further pandemics in the future? So I was invited to be part of a couple of workshops that have now been published and made available to the public. So you can go onto the British Academy website and you can download these documents to read for yourself. So they're open to the public. The first one I was involved in was called Shape the Future. And I ran a workshop on, well, it was called Words, Stigma and the Coronavirus. And I was working with a lot of people from different disciplines, and we all got a contributed insights from our disciplines to looking at the use of words and how they might be misused and perhaps create stigma associated with COVID-19, which has clearly happened, but also looking to the past and thinking about stigma and infectious diseases in the past, like leprosy, which was very much stigmatized in the past and still is today, but also tuberculosis and syphilis. So that was the first one I was involved in. And then the second one, which I'm going to focus on tonight, is looking at vulnerability and COVID-19. And my contribution, again, was from the perspective of bioarchaeology and how bioarchaeology can inform how maybe COVID-19 can be managed and maybe help us to think about the post-pandemic landscape and even future pandemics. So what do we know about pandemics, infectious diseases in general? They're very complex entities, and there is a tendency to focus on the science, which has been very characteristic of managing COVID-19. And I would say that's sort of the medical scientific approach. And of course, you need that to understand the pandemic. But if you take a more societal view, thinking about the people and communities affected, I think that's much more productive in understanding the complexity of infections. Because we all know that behaviour is very important in trying to control the infection, following the rules, making sure we do what we're expected to do to prevent transmitting infections to other people, but sometimes people, for whatever reason, don't necessarily follow the rules. We know that vulnerable populations were also very prevalent in the past, like they are today. And we can see through the COVID-19 vaccination process, vulnerable populations are being targeted first and given access to the vaccinations. So people in the past did have infections. They did live, especially in towns and cities, particularly from the medieval period. And we know that they have had animals that passed diseases to the human population. And of course, you know, that is very much similar to what we've seen with COVID, how we think that
COVID came from another animal into the human population. We know too that cultural, social, and biological factors influence the human experiences of infections and, of course, their behavior. And we know too in the past, as I've already mentioned, that people were marginalized in the past with infectious diseases. So here's some examples for bioarchaeology in relation to COVID about how infections and particularly pandemics in the past have affected people, particular groups within populations. So first of all, gender, age, and health. And we know that COVID-19 has been affecting more men than women. If we then turn to bioarchaeological evidence and the 14th century Black Death Cemetery in London, which I've already mentioned, we know that from Sharon DeWitt's work that actually men and women buried in that plague cemetery were equally affected. And that may be because at that time in London, men and women were living very similar lives and were experiencing similar risk factors in that environment. We think then about age and COVID. Well, COVID can affect all age groups, but it's particularly focused on older people, especially with underlying medical conditions. So those are the people who tend to be affected more. Again, if we turn to Sharon DeWitt's work and that 14th century plague cemetery in London, she has shown that the risk of death increased for older and more frail people of all ages. So that's just giving you a sense of how we can use bioarchaeology to compare what we find in pandemics in the past and how those relate to COVID-19, whether it's the same or a different picture that we see. And then if we look at health, general health and COVID, we know that different people are affected disproportionately for many and varied reasons with COVID-19, which make them vulnerable to contracting the infection. So, for example, people with diabetes are more prone to developing COVID, people with chronic respiratory infections more prone to contracting COVID and not having good outcomes. And people have been stigmatized with COVID in the past, as they are today. People have been stigmatized in the past, as we have seen with COVID-19 today. If we look at some bioarchaeological information about vulnerable populations, we know that ethnicity influences health, and a particular study illustrated on the slide from America shows that 19th century African-American men had more infection than Euro-Americans, and that was very much related to enslavement, crowded, poor living conditions, and poverty, and a poor diet. And we know that COVID is affecting minority groups more. If we then turn to a different cohort, we know that poor health early in life can lead to premature death. And a recently published study of European skeletons, the European History of Health Project, we see that children who were unhealthy early in their lives were more prone to dying earlier than people who weren't. And we know too that COVID-19 affecting families today might impact on children and it might impact on their later lives, and they may have poor health in their later lives.
We know that poor air quality can compromise health, and we can see that in skeletons, in their ribs, and in their sinuses, in their face. A particular example I would take from 19th century skeletons from New York, quite high levels of air pollution leading to problems in sinuses and the lower respiratory tract, the lungs. And we know that COVID-19 has been linked to air pollution. So people exposed to air pollution are more prone to developing COVID-19. And then finally, people with diseases were marginalized if they had infections. And we know that people with COVID-19 have been too. So what does this tell us all about COVID-19 and the relevance of bioarchaeology to vulnerable populations? Well, in the future, we should be looking after all people, regardless of their age, gender, and ethnicity. When maybe new pandemics spring up, we must appreciate that understanding of disease varied in the past and varies, and that might influence behavior. It might affect who contracts these infections in the future. And policy interventions today should be more proactive than reactive, and they should be multidisciplinary and intersectional, thinking about all the potential risk factors within a person's environment that might make them more prone to developing an infection. Bring in all disciplines, not just sciences, but social sciences, arts, and humanities. Communications could be improved with the public. Governments have not necessarily been very clear in communicating what is expected in terms of following rules, so people don't necessarily understand and behave in the right manner. And we should really take the long view. And bioarchaeology does take the long view, and archaeology as a wider discipline does too. Bioarchaeology in particular is very relevant to evolutionary medicine, which also takes the long view, looking at the origin, evolution, and history of diseases, including infections, to understand the present and plan for the future. So with that, I leave you with this slide and hope that you can appreciate how bioarchaeology is perhaps worthwhile studying, but also how it might contribute to the present, but also the future. Thank you very much for listening. We move on to our fourth speaker, Stefan Willig from the Charité, who will speak to us about assessment of the corona crisis from an epidemiological perspective. Okay, you should be able to see my slides now. It's my distinct pleasure to give you my assessment from an epidemiological perspective on the current crisis. Now, you mentioned already the plague epidemics and during the second wave in the late Middle Ages, there was an epidemic coming from Eastern Europe in 1710. The Prussian King Friedrich reacted by having a new hospital constructed outside of what used to be Berlin. Berlin was rather small at that time. And this new hospital actually was the beginning of the Charité, because it was later called Charité. Now, outside of the city, because the concept of quarantine and distancing was already well known, of course, during that time. And fortunately, the outcome was good in terms that the plague never arrived during that time. So this hospital had never to be used for patients. Now,
Looking at the corona pandemic in 2020, I would like to address the question, how dangerous is it? Who and how should we protect? What's the current development? And how about future perspectives? Let's start with looking back at a catastrophic event in 1912, namely when the Titanic had its disaster. This is looking at the people in different classes, first, second, and third class, and looking at the victims rate. And as you can see in the first class, 38% of all subjects perished. In the second class, 59%. And in the third class, 75%. Among the crew, it was similar to third class, 77%. So this shows that death often is related to socioeconomic factors, and that is something we see in many disorders and also in corona. Now, ships, cruise ships have been a very valuable source for epidemiologists in that it's a contained space and you can count for all subjects. So the Diamond Princess, of course, is well known because it had a first 80-year-old passenger from Hong Kong, a case, and then subsequently 10 other passengers tested positive. So the ship was put into quarantine outside of Japan, and among all 3,700 people, 712 were tested positive, about 19%, with 50% of those asymptomatic. Fatality rate was here 1.9%. Remember, this is an elderly and rather sick population. And I'll show you one more example. That is the Charles de Gaulle, the aircraft carrier, the only French aircraft carrier. It went to shore and people went to restaurants in the middle of March and then returned to their ship. And then they tested 10 people first positive, put the entire crew on quarantine, approximately 2,300 people. Half of them tested positive. Again, half of them were asymptomatic and there was zero fatality. So there was no deaths. This was here in the beginning. I showed you a picture now. Here is from January, February. And this is the worldwide positive tests. We have now reached worldwide 60 million. This is the data set of the Johns Hopkins University that is updated online. Now, beyond those 60 million, there will be many, many number of unreported cases due to various reasons, particularly outside of Europe, outside of industrial societies, because of testing capacity, but also because of asymptomatic disease. So you can estimate that about 10 times is the number of unreported cases. So in total, we have the idea that about 600 million people are infected worldwide, which is almost 10% of the world population. We know very well that by now we have 1.4 million fatalities, and this accounts to a case fatality of 0.2 to 0.3%. This has been confirmed or corroborated by antibody studies looking at larger populations and studying their antibodies in terms of their immune system. Is that bad or is that good? Is that dangerous or not? Well, for comparison, the regular influenza that you are familiar with has about half of such rate. SARS, the first SARS in 2003 had 9%, so way higher. Spanish influenza is estimated to be at 5 to 10%, and the plague, as you heard already, is between 10 and 50%, depending whether it's treated or whether it's not treated. That's a bacterium, of course, different from viruses. And many of those viruses, you simply do not have specific treatment, whereas for plague, by now, you have. How is the situation in Germany? That is the current situation, December 1.
positive testing a bit over 1 million with this first wave in March, then this trough during the summer months, and now this major second wave that has now flattened during the last 2 to 3 weeks. How about the deaths? We have a total death of 16,600 again with the first wave here. And now we have approximately 200 to 300 deaths per day on average. We know very well that among the entire population, there's very specific risk groups, as you all have heard. Now, among younger and healthy people, there's no markedly increased risk. Whereas if you are 80 years old and if you have chronic disorders, the case fatality is approximately 10%. So these people are at true risk, although the absolute number of infections is rather low. So infections are numbers are very high in younger people below age of 60, but there the case fatality is close to zero. Corona has clearly put the public health system into the perspective, and it has drastically demonstrated the weakness of the public health system, particularly in Western industrialized societies. There were hardly any pandemic plans, and if there were, they weren't really complete, and the societies weren't prepared for. Prevention, there's hardly any prevention. Prevention until 200 years ago was the golden root in medicine, but it has vanished. It has almost disappeared in the times of modern high-tech medicine. So now we have to reinvent prevention and health promotion. The public health system, particularly in Germany, is rather poor in terms of manpower and in terms of expertise. It's somewhat better in the UK and in the US. We have hardly any digitalization. Information sharing is hardly existent, at least on a standardized level. So the public health system is in a not good state. How about protective measures? The effectiveness is different. On top is the testing and the isolation, quarantine and testing. That you could expect to prevent approximately 38% of infections. Social distancing, another major route, mouth-nose protection, and avoiding any major mass events and contract restrictions. These are the powerful protective measures. Whereas all the other ones, close retail stores, close schools, home office, hand hygiene also, are of markedly less importance and effectiveness. Corona has implied an interesting international experiment in that you have different societies with very different lockdown intensity. Italy, Spain, France had very drastic lockdowns, Germany less so, Netherlands even less, and Taiwan and Sweden had hardly any lockdown. Now, keep in mind that lockdown has its price and its side effects, particularly fear, depression, and other psychological disorders, major educational damage, domestic violence, reduced normal medical care, and last not least, rising unemployment and rising poverty, which is a very important predictor for future disorders. Now, what's the future scenarios at present? Can the virus disappear? That is very unlikely. The virus is here and will stay a while. As therapy, specific therapy is not available, as in many viruses, we have to rely on vaccination, and luckily vaccination has appeared on the horizon much earlier than expected.
However, I put a question mark whether that will be helpful in 2021. Keep in mind the studies have not been completed yet. Keep in mind that it's unclear how many people will actually accept vaccination. Keep in mind the logistics and so on. But still, that's very promising good news. Population immunity, of course, depends on the rate of infection. Now, in Ischgl and Bergamo, these are probably the safest places in the world now because 50% of the population is already immune. Most of them had not known about the disorder, but they had an asymptomatic corona infection, and this has been tested by antibodies. New York also has been struck a lot with resulting immunity, Sweden with a rather liberal policy, whereas New Zealand, which has had hardly any cases, has also extremely low immunity, and Germany is somewhere between 2% and 5%. Now, in ancient times, the people that could afford to do so tried to leave rapidly, tried to go away as far as possible, and return as late as possible. So this was the classic strategy for the rich people to avoid infections. Unfortunately, that's not really possible because almost all countries are affected, except New Zealand, you could say. In New Zealand, there are definitely some people that purposely went to New Zealand for a long time now to avoid any complications. Or we have to adjust and live, at least for a foreseeable future, with what I would call new normality, namely have schools, culture, business events, and so on, in a way adjusted to the current risks. Now, the specific society challenges, but also opportunities, is there is a high degree of uncertainty in public debate. There's a dramatic degree of polarization among politicians, in the general public, in the media, and even among scientists. You could roughly say that about 70 to 80% have a rather drastic, dramatic, fearful, restrictive view on the disease as compared to about 20 to 30% that have a more liberal or try to have a more liberal and more relaxed approach. There's clearly political risks involved, no doubt about that, at least on the long run. There's huge budgetary risks and, of course, major threat to certain industry sectors and ongoing changes already. So there could be some opportunity to re-engineer certain industries and, last not least, to learn prevention, to go back to the ancient recipes, to the main method of treating disorders until 150, 200 years ago. So this is what I would conclude with, and I'm happy and look forward to the discussion later on. Thank you very much. Thank you all four speakers for their very interesting, wide-ranging presentations, which have given us very different perspectives, but also a number of common elements, I think, which we can try to pull together maybe in the discussion. We're running a bit late, but we still have a bit of time for a few questions. Now, as we said before, there is the possibility to ask questions via the chat function. And while people are doing that, maybe I shall just kick off by asking, there's a question here from Stefan Schmidt, which I hope you can all see. Would marginalization be different from medically necessary isolation in the archaeological data? Can we distinguish between the two in archaeological contexts? That seems a question for our two archaeologists. Can I just start and just say that it was interesting to hear Doris say that the data she was using, people were normally buried here in high
you know, normal burials, grave goods, and sometimes they were seen as high status. I find it, you know, when we talk about DNA analysis, perhaps, you know, if every skeleton from every archaeological site was analyzed for the bacteria of Yersinia pestis, we may get a better idea of who was marginalized and who wasn't. But that's never going to happen, I don't think. but I think I find within the infectious disease leprosy that we see the same thing, that people are buried normally for the time and the place across the world. And I think there's this assumption that people were marginalized, but that's not necessarily the case. And certainly for leprosy, opinions are changing rapidly about whether there was a lot of stigma around or not. Various presentations, I was struck by the, as it were, the factors influencing the impact of epidemic disease. It was very clear in the presentation by Stefan Willich, but also in the other presentations, the not only the environmental conditions, but also the lifestyle, if you like, of people, the society, the organization of society. Karl-Heinz Leven was referring to the rather special conditions in Athens at the time of the Athenian plague. Maybe a general question one could raise is, again, thinking in terms of what can we learn from the past, what can we do to reduce the impact of epidemic disease? And Stefan Willich was also talking about prevention. I was quite surprised to hear that that apparently medicine in today is so poor when it comes to prevention. And that in that respect, we can learn a lot from the principles of ancient medicine. But what sort of preventative measures would be feasible, for instance, today in trying to come to terms with this epidemic? Who would like to respond to this? Soll ich mal kurz anfangen, Philipp und die anderen? Gerne. Dieses Ideal der Gesunderhaltung als ein wichtiges Ziel der Medizin, was für die Antike ja hier zu Recht auch behauptet wurde, und also das ist ein Wesenszug der antiken Medizin. Aber man muss wissen, man spricht da auch von Diätetik. Das ist der Fachterminus, also die Kunst der Lebensführung, die tatsächlich den Menschen auch gesund halten kann. Da geht es darum, Arbeit und Ruhe auszugleichen, Licht und Luft und alle, also sehr wichtige Dinge, und mit denen man tatsächlich viel erreichen kann. Es kann immer noch Pech hinzukommen. Man kann jede Krankheit kriegen, auch wenn man gesund lebt, das wissen wir. Aber nochmal zurück zur Antike. Das hat man schon in der Antike selbst bemerkt, dass man dieses gesunde Leben nur in der Oberschicht führen kann. Also der Mensch, der seine Arbeitskraft verkauft in der Antike, und das ist die weit überwiegende Mehrheit, der hat keine Zeit dafür. Und dieses, ja, man könnte fast sagen, diese ironische Kehrseite dieser auf Diätetik ziehenden Medizin in der Vormoderne wohlgemerkt, wir reden jetzt hier nur von der Vormoderne, der ist in der Tat da auch namhaft genannt worden. In der Gegenwart sieht es natürlich anders aus. Da bestehen andere Möglichkeiten, etwa einer Gesunderhaltung, die aber von vielen Leuten auch gar nicht genutzt werden, also bewusst auch ignoriert werden. Es gibt inzwischen eine Frage für Herrn Willich von Stephen Mitchell. Wie würde die Sterberate der Corona-Erkrankten aussehen, wenn nichts gemacht werden würde, wenn nicht beziehungsweise wenig gemacht werden würde? Herr Willich, möchten Sie antworten? Ja.
Well, I think a key objective in the strategy was to avoid that intensive care capacity would not be sufficient anymore. There had been several countries, several regions. Bergamo is, of course, the prime example where intensive care capacity was not sufficient anymore. Germany is another, is a very positive example, because here we never in the spring and also now we never came even close to any problems there. Currently, we have 17% intensive care beds used by patients. So in other words, that was the key to keep that below the level that intensive care could not be offered anymore. So if we had done nothing, we would have had substantially more more deaths, simply because the hospitals would have been overwhelmed. And therefore, in many countries now, the UK, France, and Italy, you always see that in Switzerland is a good example. They are rather liberal, but they are carefully concerned by their intensive care capacity. And maybe one comment to the issue before. To me, that is a crucial, maybe the most important issue in medicine in general, namely the socioeconomic correlation. And also Corona, people from poor socioeconomic status will suffer much, much more than people that are better off. And that has been shown in many situations, and as I learned today, also in antique times. So therefore, our preventive efforts must be even higher in people and populations with low socioeconomic status. That's also what Charlotte, I think, implied very clearly, that we have to focus on the vulnerable populations. That is the core for success also in Corona. You have a much higher case fatality rate already there, much more deaths. Israel was a good example. The large Arabic, the large Orthodox family, that's where you had the huge spread of the disorder about 2 or 3 months ago, simply because, you know, living conditions and mental understanding and so on. So that is a key issue in medicine in general, the socioeconomic status and the poor prognosis associated with poor status. I had a brief question for Doris Gutschmieder-Schumann. From your presentation, you mentioned these differences in burial practices. Do we have any explanation for these differences? Why these different places reacted differently to the same disease? Thank you for this question. I would say it's still ongoing debate why they reacted differently. Maybe one thought we can have for this different reaction is that for the rural Merovingian villages or settlements, the people with different socioeconomic statuses were living at one farm. So it was maybe not really possible to take the distance to a person that got the plague or any other disease. So maybe because the societies were closer together, they had to react differently than, for example, the other example I showed for and where Charlotte Roberts also were talking about, the late medieval London, where the society was not only bigger and more stratified, but also the living places were more separated from each other. That maybe that's a way we can think about why they reacted so differently. But unfortunately, we have some written sources from the Merovingian time from these areas, but none of these written sources mentions the plague.
So we cannot tell what people were thinking. We only have the archaeological record. Okay, thank you very much. We must bring this to a close. There is a final question. Again, I think it's for Stefan Willich from Edwina. Would it 10 times multiplier? Yeah. The 10 times is the worldwide estimate. In Germany, it will be lower. It will be, I think, 3, 4, maybe 5-fold. But in Africa, Southern America, it will be even higher than 10 times. So the 10 times is a worldwide estimate. Good. Well, I think we've had a very good session. I'm sure there are still many questions that we could raise, but the time is running out. I once again would like to thank very warmly our four speakers, Doris Gutspieler-Schumann, Charlotte Roberts, Stefan Willich, and Karl-Heinz Leven for their contributions. And thank all of you for your attention and questions, and apologies for the technological difficulties we had. We're now going to have a very short break of 2 minutes, and then we'll carry on with the next part of our program. Thank you very much. Willkommen zum zweiten Teil. Die Freude über das Geschaffte, das Geleistete, die fertige Promotion, das ist das Thema des zweiten Teils. Aber bevor wir damit losgehen, geht es jetzt darum, einen lieben und engagierten Kollegen zu verabschieden. Verabschieden können wir den eigentlich gar nicht. Der ist immer dabei, der wird auch dabei bleiben. Aber er geht in den Ruhestand, ist in den Ruhestand gegangen und hat sich vor allen Dingen hat einen Nachfolger gefunden in seiner Funktion als Direktor der Humboldt-Universität, der Berlin Graduate School of Ancient Studies, Silja Breitenbach. Wo ist er? Ich glaube, jetzt wird er irgendwie neben mir eingeschaltet. Also das gibt uns dann, Silja, vielleicht das Gefühl, dass wir hier doch in irgendeiner Art und Weise nebeneinander stehen, auch wenn wir weit weg sind voneinander. Also eine komische Situation, hier jetzt eine kleine Rede zu halten. Meine Rede ist richtig klein. Ich will nur ein paar Worte sagen. Silja, du warst im Exzellenzcluster Topoi, ein Mann der ersten Stunde. Du hast da engagiert mitgearbeitet, hast mitgestaltet. Als Area-Sprecher warst du von Anfang an im Topoi-Vorstand, warst du mit dabei, hast mitdiskutiert und mit dieser dir eigenen Silja-artigen speziellen Mischung aus Freundlichkeit, also großer Herzlichkeit und Freundlichkeit und einer ebenso freundlichen und herzlichen Beharrlichkeit, ja, die dann aber wirklich auch blieb und die einfach auch dazu führte, dass Dinge, die du als gut erkannt warst und die haben dann auch alle als gut erkannt, dann auch umgesetzt wurden. Also da bist du wirklich auch ein Fels in der Brandung. Für mich war das als Topoi-Sprecher, als ich da angefangen habe, haben wir uns kennengelernt. Also als ich gewählt wurde als Sprecher bei so einem Retreat in Blankensee, wo ich dich irgendwie, ab da habe ich eigentlich beschlossen, dass ich dich so als Berater und als einen, mit dem ich mal Dinge ins Unreine besprechen kann, ins Herz schließe. Und dafür möchte ich mich sehr bedanken. So jemand braucht man in so einer Position, wenn man da so einen großen Forschungsverbund leitet. Und ich habe dich sehr schätzen gelernt als für deine Offenheit, als Wissenschaftler auch. Ja? Also bist wahrscheinlich der erste Theologe, mit dem ich richtig wissenschaftlich zusammengearbeitet habe. Das ist für so einen prähistorischen Archäologen eigentlich eher eine seltene Sache. Und dann, also du kamst dann an, was sind denn geografische Informationssysteme, Michael? Kann ich das benutzen, wenn ich hier mit den frühen christlichen Inschriften in Kleinasien arbeite? Du bist wahrscheinlich auch, ich vermute, du bist der erste Theologe, zumindest nördlich der Alpen, der eine Datenbankpublikation gemacht hat, ja, mit Gerd Grasshoff zusammen in Edition Topoi, die Datenbank der christlichen Inschriften in Kleinasien. Also du hast einfach mal Spaß gehabt, da neue Wege zu gehen. Und
In dieser ganzen Zeit, in den Diskussionen im Vorstand und so weiter, war schon immer klar, dass du besonderes Herz für den Nachwuchs hast. Hast dich immer eingesetzt dafür, dass wir wirklich konzentriert, strukturiert was für den Nachwuchs machen. Und das war also dann keine Überraschung, als die Pläne Gestalt annahmen, dann so 2010, dass wir eine Graduiertenschule konzipieren und gründen wollen. Und da warst du mit Therese Fuhrer zusammen damals eigentlich so ein richtig kongeniales Team, was das Ganze vorangebracht hat. Und also Monika Trümper wird da gleich mehr zu sagen. Ich will hier nur ein paar Worte verlieren. Aber also wenn ich da so zurückdenke, und das war nicht nur mit der Werkstatt, aber da war es eigentlich so zur Meisterschaft geführt. Du hast so eine Art und so einen smarten Umgang mit diesen Verwaltungsvorschriften gehabt. Ja, also so manchmal hatte ich das Gefühl, also dass du bist wirklich so ein selbstbewusster, verwegener Pfadfinder in diesem ganzen Dschungel aus Ordnungen, Verwaltungsvorschriften und aber auch Schlupflöchern, die du dann da genial gefunden hast und dann mit Therese Fuhrer zusammen und vor unser aller staunenden Augen wirklich eine Graduiertenschule mit 7 Fakultäten aus 2 Universitäten dann zusammengezimmert hast. Also das sind Sachen, wo wir dir viel zu verdanken haben. Ich will aber auch zum Beispiel noch so ein, zwei Situationen erwähnen. Ich habe dich also auch erlebt als Vermittler in einem durchaus kniffligen Gespräch zwischen Doktorand und Betreuer. Das war zum Glück selten, dass wir das hatten, aber das gibt es natürlich. Und da habe ich auch großen Respekt gehabt, wie du das dieses Gespräch geführt hast, zu einem guten Ergebnis geführt hast und eigentlich jeden wahrgenommen hast in seinen Bedingungen, die ihn dazu geführt haben und dadurch die Möglichkeit hattest, da auch so einen Konflikt zu lösen. Also Silja, wir verlieren dich ja nicht, ja, aber es ist schon ein echter Einschnitt, dass du jetzt nicht mehr Werkstatt machst und dass du auch hier in Berlin nicht mehr so aktiv warst, wie wir das immer gewöhnt waren. Und also mir ist das jetzt egal mit Corona, ja, das ist also kein südafrikanischer Weißwein, aber es ist ein Chardonnay, es ist ein Italiener, der würde dir auch schmecken. Also ich stoße jetzt so weit an, wie ich an meine Kamera rankomme und nehme einen kräftigen Schluck auf dich und Monika Trümper sitzt dran. Silja, auf viele schöne Jahre. Herzlichen Dank, Michael. Gerne. Lieber Silje, liebe Promovierende und Alumni der Berlin Graduate School of Ancient Studies, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. In der griechischen und römischen Antike gab es weithin etablierte Standards, wie man hochverdiente Bürger und Wohltäter ehrte und ihnen dankte. Das Repertoire möglicher Ehrungen umfasste zum Beispiel die Verleihung eines goldenen Kranzes, eines Ehrensitzes im Theater, kostenloser Speisungen im Prytaneion oder eines Ehrenplatzes bei bestimmten Festen oder die Dedikation eines bestimmten Tages im Jahr an den Gönner, an dem seiner gedacht wurde. Die höchste Ehre aber war die Weihung und Aufstellung einer Statue an einem möglichst prominenten Ort, einem Epiphanestatos Topos, begleitet von einer Inschrift, die den Geehrten und seine Leistungen klar benannte und ihn so in Bild und Text permanent der Nachwelt als verdientes Mitglied der Gesellschaft vor Augen führte. Die Aufstellung einer Statue war keine Kleinigkeit. Und so ging dieser eine Debatte etwa über Form, Größe, Material, Ort, Text und Kosten der Statue voraus. Diese Debatte führte das Gremium oder die Gruppe, die offiziell die Statue weihte. Mir kommt heute Abend die angenehme, gleichwohl durchaus anspruchsvolle Aufgabe zu, Silje Breitenbach für seine langjährigen außerordentlichen Verdienste um die Berlin Graduate School of Ancient Studies, nachfolgend kurz BERGSAS, angemessen zu danken und ihn zu verabschieden. Und so stelle ich, wenn das jetzt weitergeht, genau, den Antrag, dass die BERGSAS ihm eine Ehrenstatue aufstellt, wenn auch vorerst leider nur virtuell. Da sein Forschungsinteresse eher im östlichen Mittelmeer liegt, scheint eine Statue im griechischen Mantel, dem Himation, geeignet, die ihn als Bürger in kontrolliertem, gebührend zivilen Verhalten und in ruhiger Schrittstellung zeigt.
Die Basis sollte hoch und reich geschmückt sein, um die Statue deutlich über die Augenhöhe des Betrachters hinauszuheben und so eindrücklich die sozialgesellschaftliche Bedeutung des Dargestellten zu veranschaulichen. Von zentraler Signifikanz ist die griechische Dedikationsinschrift, die knapp, aber klar die Gründe für unsere Dedikation aufführt. Sie sehen sie hier in Griechisch natürlich und ich übersetze sie der Einfachheit halber. Also die Berlin Graduate School of Ancient Studies oder etwas komplizierter, der Verein der Studierenden und Professoren der Institution in Berlin, die sich mit Altertumswissenschaften befassen, weiht den Silje Breitenbach. Man beachte die griechische Übersetzung. Eurypotamon, den Gründer, Sprecher, Wohltäter wegen seiner Leistung, seiner Gerechtigkeit und seines Wohlwollens ihnen gegenüber. In diesem Titulus, den ich übrigens einem Meister dieses Genres, Klaus Hallof, verdanke, ist jedes Wort sorgfältig gewählt und jede Eigenschaft mannigfaltig hinterlegt. Dieser Titulus gibt mir die Gelegenheit, Silje Breitenbachs umfangreiche Verdienste hier kurz in Erinnerung zu rufen. Silje Breitenbach war der Ktistes, Co-Gründer der Berksas, denn er und Therese Fuhrer haben die Berksas konzipiert, ihr eine Struktur und Satzungen gegeben, Verhandlungen mit Institutionen und Kollegen und Kolleginnen, damals vor allem die Sprecher des Exzellenzclusters Topper geführt und sie dann mit Leben gefüllt, das heißt mit Promovierenden. Schon bei der feierlichen Eröffnung des Berliner Antike-Kollegs im Mai 2011, sehen Sie hier unten, waren die Pläne für die Berksas ausgereift, wie bei der Pressekonferenz, hier oben, die Vorstellung von 4 interdisziplinären Programmen veranschaulicht, die mit jeweils einem der außeruniversitären Partner des Berliner Antike-Kollegs kooperieren. Das können Sie so ganz, ganz leicht im Hintergrund sehen. Das Konzept war genial und ist bis heute das Alleinstellungsmerkmal und äußerst erfolgreich tragende Gerüst der Berksas. Ein Jahr später wurde die Berksas im selben eindrucksvollen Rahmen vor der Kulisse des Pergamonaltars eröffnet, mit zunächst 15 Promovierenden, die Sie rechts sehen. Wichtige Dinge oder Phänomene in der griechischen Welt haben einen Gründungsmythos, ein Aition, so auch die Berksas. Das ist das berühmte sagenumwobene Mövenpick-Frühstück, an dem die hier gezeigten Personen teilgenommen und die Gründung der Berksas besiegelt haben. Das genaue Datum wusste mir keiner mehr zu sagen und der Ort lässt sich heute auch nicht mehr aufsuchen und verehren, weil er leider, also das geschlossen wurde, das Mövenpick-Restaurant. Aber beides schmälert natürlich nicht die weitreichende Wirkung des Mythos, vielleicht ganz sogar im Gegenteil. Seit der Gründung im Mai 2011 bis Ende September 2020 war Silje Breitenbach der Synarchon, der Sprecher und Euerget, Wohltäter der Berksas, der Spiritus Rector, der die Berksas mit unermüdlichem Engagement, Enthusiasmus, Kreativität, Gerechtigkeit und Wohlwollen geleitet, gestaltet, gefördert und weiterentwickelt hat. Aus Zeitgründen kann ich hier nur wenige Höhepunkte seiner über 9-jährigen Amtszeit nennen, von der ich selber fast 8 Jahre lang zusammen mit ihm die Berksas leiten durfte. Nach einer denkwürdigen, einwöchigen Reise durch die USA im November 2015 ist es uns gelungen, Kooperationsverträge mit 3 amerikanischen Universitäten zu schließen. Sie sehen die unschwer hier auf dem Bild. Und dank Silje Breitenbachs hartnäckiger Initiative kam nur wenig später ein weiterer Vertrag mit Oxford hinzu. Der rege Austausch mit diesen Universitäten ist in vielerlei Hinsicht eine enorme Bereicherung für die Berksas. Eine Institution muss sich Rituale und Traditionen, Narrative und Bilder schaffen, was im 21. Jahrhundert wahrlich nicht leicht ist. Dies hat Silje Breitenbach mit vielen Ideen befördert und mit Nachdruck betrieben. Den Höhepunkt des Jahres erleben wir gerade, den Backabend, auf dem seit 2016 die Absolventen und Absolventinnen der Berksas geehrt werden, im würdigen Ambiente der Museen und unter Beteiligung vieler Kolleginnen und Kollegen. Nach dem ersten erfolgreichen Versuch, das sehen Sie hier, an dem zufällig, wirklich zufällig in Präsenz nur männliche Promovierte teilgenommen haben, konnten während Silje Breitenbachs Amtszeit noch 3 weitere Absolventenjahrgänge gefeiert werden und dann auch alle mit starker weiblicher Beteiligung, wie Sie hier sehen. Wohltäter zeichneten sich schon in der Antike gewöhnlich dadurch aus, dass sie Geld für wichtige Belange der Gemeinschaft bereitstellten oder beschafften.
Silje Breitenbach hat sich außerordentlich um die Finanzierung der Bergsas bemüht. Von den erwähnten Verhandlungen mit Topoi oder dann auch Kronoi über die Etablierung von DAAD-Stipendien für einzelne Programme bis zur erfolgreichen Bewerbung um den Einstein-Doktorandenprogrammpreis der Einstein-Stiftung Berlin. Man sieht ihn hier bei der Preisverleihung im Jahr 2017. Dieser Preis hat 3 Jahre lang die Bergsas maßgeblich bereichert mit Stipendien für Promovierende und Geldern für den Aufbau neuer thematischer Schwerpunkte. Geld ist freilich nicht alles. Wichtiger ist eigentlich der Inhalt, die intellektuelle Gestaltung und Förderung der Bergsas. Ein zentrales Instrument hierfür sind die zahlreichen Workshops, Summer Schools und Konferenzen, die die Bergsas angeboten hat und anbietet. Silje Breitenbach hat dies nicht nur immer ganz besonders befürwortet, sondern selber angepackt und zahlreiche Konferenzen organisiert. Ich zeige hier nur 3, von denen 2 im Titel ein zentrales Anliegen der Bergsas und ihres Gründers verdeutlichen, nämlich die Interdisziplinarität. Sie sehen oben die Tagung Interdisziplinas zusammen mit der Graduiertenschule aus München und dann rechts sehen Sie Interdisciplinary Approaches on Ancient Economy. Das war von dem Einstein-Preis gefördert. Das Konzept der Bergsas war, einmal etabliert, nicht etwa in Stein gemeißelt und unveränderlich. Vielmehr wurde es immer wieder verändert und angepasst, um neuen Entwicklungen und Anforderungen gerecht zu werden. Wer aufmerksam aufgepasst hat, sieht hier 5 Programme und da braucht man Insiderwissen. Die Namen und auch etwas die Struktur dieser Programme haben sich ebenfalls geändert im Laufe der letzten 9 Jahre. Solche Änderungen, das erfordert Flexibilität, Kreativität und Weitblick, die Silje Breitenbach bis zum letzten Amtstag unermüdlich unter Beweis gestellt hat. Der Erfolg und Lohn für die Mühen ist eindrucksvoll in den Zahlen der Promovierenden reflektiert, die während seiner Amtszeit aufgenommen und erfolgreich promoviert worden sind. Das sehen Sie unten und oben. Ein guter Chef weiß, dass er nur so gut wie sein Team ist, dass er ein exzellentes Team braucht. Die Bergsas mit ihren Koordinatorinnen, den geschäftsführenden Kommissionen der 5 Programme, den Promovierenden und dem Rückhalt durch das Berliner Antike-Kolleg ist ein fantastisches Team. Silje Breitenbach hat hart daran gearbeitet, Kollegen und Kolleginnen für die Mitarbeit an der Bergsas zu begeistern und zu gewinnen, hat mit Integrität, Gerechtigkeit und diplomatischem Geschick auch gelegentlich schwierige Situationen und Verhandlungen gemeistert. Ich hoffe, dass hinreichend klar geworden ist, wie trefflich die Dedikationsinschrift der Ehrenstatue formuliert und wie passend die Darstellung als exemplarischer Bürger ist. Und natürlich hoffe ich, dass alle Mitglieder der Bergsas und auch des BAG jetzt meinem Antrag zur Errichtung einer Ehrenstatue für Silje Breitenbach vorbehaltlos zustimmen. Wie man den Epiphanestatos Topos auswählen soll, ist angesichts der räumlich breiten Verteilung der Mitglieder des BAG in Berlin schwierig. Das Problem lässt sich elegant lösen, indem wir dem Geehrten, wie übrigens auch häufig in der Antike, die Wahl des Ortes selbst überlassen. Aus dem Katalog möglicher Ehrungen haben wir eine schon beschlossen. So hat das Leitungsgremium dir, lieber Silje, als Dank für alles, was ich jetzt nicht nochmals einzeln aufzähle, für ein Jahr einen Ehrensitz, die Prohedria, bei den Berliner Philharmonikern gestiftet. Zeitgemäß bzw. pandemiebedingt in der Digital Concert Hall. Wir hoffen, dass sich diese Prohedria weiter an Berlin bindet und an die allerbesten Seiten dieser Stadt erinnert. Erinnerung als zentraler Aspekt von Ehrungen hat auch ein weiteres Geschenk motiviert und geprägt, das wir dir mitgeben möchten. Die Mitglieder von Bergsas und BAG haben dir ein Erinnerungsbuch zusammengestellt, in dem sie ihre persönlichen Grüße und Dank an dich übermitteln. Und ich hoffe, dass ich das jetzt zum Laufen bekomme. Ja. Es wird jetzt einmal kurz durchgeblättert, kriegen wenigstens einen ersten Eindruck. Das Buch sagt, denke ich, mehr als alles, was ich hier vermitteln kann. Dennoch möchte ich zum Schluss, lieber Silje, dir sagen, dass die Leitung der Bergsas mit dir für mich eine wunderbare Zeit war. Inspirierend, harmonisch, fruchtbar und produktiv. Die Zusammenarbeit mit dir war aber nicht nur in professioneller
und intellektueller Hinsicht eine Bereicherung, sondern vor allen Dingen auch in menschlicher. Du hast uns ein wertvolles Erbe hinterlassen und anvertraut und uns auch noch Visionen für die Zukunft mit auf den Weg gegeben. Ich verabschiede dich nur höchst ungern in den sicher wohlverdienten Ruhestand. Deutlich erleichtert wird mir der Abschied dadurch, dass ich hier deinen Nachfolger begrüßen und kurz vorstellen darf, der für die Bergsas und auch für mich ein großer Gewinn und, wenn ich so sagen darf, Glücksgriff ist. Stefan Schmid. Er ist Professor der klassischen Archäologie an der Humboldt-Universität und er kennt die Bergsas schon seit langer Zeit, länger als ich selber. Seit der Gründung der Bergsas war er zunächst Mitglied in der geschäftsführenden Kommission des Programms Landscape Archaeology and Architecture, dann Vorsitzender des geschäftsführenden Kommission des Programms, damals noch Material Cultures and Object Studies, bevor er 2015 wieder zurück in die GfK von LAA gewechselt ist. Man sieht, dass Stefan Schmid sehr breit orientiert und im bildwissenschaftlichen, objektorientierten wie feldarchäologischen Bereich zu Hause ist. Überdies ist er auch an historischen und philologischen Fragen sehr interessiert. Kurzum, er ist der ideale Sprecher für die Bergsas. Herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dir. Ganz herzlichen Dank, Monika Trümper, für diese sehr, sehr schönen Worte. Und da beziehe ich mich jetzt in erster Linie auf deine Verabschiedung von Silje Reitenbach. Eben hat mir meine Internetverbindung, ich sitze im Büro an der HU, angezeigt, sie sei instabil. Wahrscheinlich ist ihr, wie mir auch, ein wenig bange vor dieser neuen Aufgabe. Die möchte ich auch nicht antreten, ohne meinerseits ein Wort, ein sehr kurzes, wurde auch schon ausführlicher gesagt, des Dankes an Silje Reitenbach zu richten, ein bisschen stärker aus der Perspektive der Humboldt-Universität, die ja während der eben im Schnelldurchlauf gesehenen langen Jahre auf eine unnachahmlich positive Art und Weise im Rahmen eben der Berliner Community auf das Erfolgreichste vertreten hat. Da kann einem eben schon ein bisschen bange werden. Lieber Herr Reitenbach, das sind ganz schön große Schuhe, die Sie da hinterlassen. Wir haben Sie übrigens eben gesehen, sehr elegante Bürgersandalen. Und die sind einige Hausnummern größer als die meinen. Und das liegt eben nicht nur daran, dass Ihre Füße größer sind. Ich denke, wir wissen alle, was ich meine. Ich hätte mich dieser Aufgabe auch gar nicht gestellt, wenn ich nicht meinerseits eine hervorragende und auch hervorragend eingespielte Gruppe von Menschen um mich wüsste. Begonnen mit Monika Trümper, meinem direkten Pendant an der Freien Universität. Das war so ein klein wenig meine Conditio sine qua non auch, um dieses Amt erstmal anzutreten. Monika und ich, wir werden hervorragend unterstützt im Tagesgeschäft und das ist manchmal auch ein teilweise nächtliches Geschäft von den beiden Mitarbeiterinnen der Bergsas, die ja ihr beide eigentlich, Herr Reitenbach und Monika, auch mit an Bord geholt hat. Und ich möchte das nicht unerwähnt lassen, kamen Marx Jacobs und Regina Atula hier zu nennen und auch zu verdanken, nicht zuletzt für die hervorragende Arbeit im eben zu Ende gehenden Berichtsjahr, wie man das nennen könnte. Diese Menschen alle werden ihrerseits unterstützt von den Programmverantwortlichen der mittlerweile 5 Promotionsprogramme, die Bergsas sich um sich geschart hat, könnte man sagen, und diese wiederum von den jeweiligen geschäftsführenden Kommissionen. Ohne alle diese Menschen wäre das Kernanliegen der Bergsas gar nicht möglich. Und zudem kommen wir jetzt, die Ausbildung von Promovierenden, beziehungsweise im Falle der jetzt zu erwähnenden und zu ehrenden Menschen, der Promovierten, teilweise sehr frisch Promovierten, teilweise schon angejahrt nicht, aber schon früher im eben zu Ende gehenden Jahr promoviert. Und dieses Jahr, ich glaube, das ist uns allen bewusst, ist ein ganz besonderes. Im konkreten Fall ist es ein besonders positives, denn Sie, liebe Promovierte, Sie haben es geschafft, unter zum Teil dramatisch erschwerten Bedingungen, nicht nur für sich selber notwendigerweise, sondern auch im weiteren Umfeld, hier Großes zu leisten und Ihre Promotion fertigzustellen, abzugeben und zu verteidigen. Das ist schon unter normalen, optimalen Bedingungen, könnte man sagen, ein großer Schritt im Leben eines jungen Wissenschaftlers, einer jungen Wissenschaftlerin in diesem Jahr
zumindest seit Ende Februar, Anfang März, war das ein ungleich schwierigeres Unterfangen. Einige von Ihnen hatten vielleicht das Glück, das eben noch so durchzubringen, bevor der erste Lockdown kam. Andere mussten sich dieser Aufgabe dann in dieser nicht eben einfachen Zeit, in dieser schweren Zeit stellen. Und auch da, glaube ich, können wir allen Mitwirkenden der Bergsassen weiterführend des Berliner Antike-Kollegs ein Kränzchen binden, dass auch das hervorragend geklappt hat. Die ganzen Seminare, praktischen Übungen, soweit sie eben möglich waren, im 0, nichts auf digitale Formate umzustellen. Das ist eine große Leistung, aber die größte Leistung, meine Damen und Herren, die haben Sie eben erbracht, indem Sie Ihre Promotion zu Ende gebracht haben. So, und damit, denke ich, leiten wir über zur Verleihung der Diplome. Das ist, wer hätte das gedacht, eine ausgesprochen trockene und virtuelle Angelegenheit dieses Mal. Aber wie so vieles möchten wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass bei Gelegenheit mal, viva voce ist es ja schon, aber auch live und mit dem von Michael Mayer eben wieder angesetzten Glas dann auch in den Händen und an den Mündern nachzuholen. So, und jetzt legen wir los mit der Verleihung der Diplome. Ja, ich habe die große Freude, dass ich die Reihe beginnen darf. Und wir bemühen uns sehr, die wirklich eindrucksvollen, langen Titel auch alle korrekt zu lesen, ebenso wie den Namen. Wenn uns da Fehler unterlaufen, bitten wir das also zu entschuldigen. Und Sie müssen sich virtuell immer vorstellen, jetzt im Hintergrund eine eindrucksvolle Kulisse, Pergamonaltar oder griechischer Hof und physisch wunderbare also Zertifikate, die wir Ihnen überreichen. Wir beginnen mit Barbara Bayer. Das ist sehr passend, wie Sie gleich sehen, die eine Dissertation mit dem Titel Determined by, Dependent on and Dominated by Christ, The Pauline Metaphor Being in Christ geschrieben hat im Programm Ancient Languages and Texts an der Humboldt-Universität. Und sie wurde noch gefördert durch das Exzellenzcluster Topoi und die Humboldt-Universität. Passend, denke ich, weil sie bei Silje Breitenbach und Jan Stenger promoviert hat. Wir gehen weiter in der alphabetischen Reihenfolge. Die ist vielleicht auch gar nicht alphabetisch, kommen jedenfalls zu Frau Anne Herzberg-Beiersdorf. Da wechseln wir in ein eher wärmeres Klima. Sie wurde promoviert mit einer Arbeit, die den schönen Titel trägt, Prosopographia Memphitica, individuelle Identitäten und kollektive Biografien einer Residenzstadt des Neuen Reiches. Es handelt sich, wie Sie sich denken können, um eine Arbeit im Fachgebiet der Ägyptologie, geschrieben an der Freien Universität in Berlin und bergsaßtechnisch im Programm Ancient Languages and Texts geschrieben und erfolgreich zu Ende gebracht, mit einer Förderung durch den Exzellenzcluster Topoi. Die Betreuung der Arbeit hatten übernommen die Kollegen Jochen Kahl aus Berlin und Dietrich Raue aus Leipzig. Frau Herzberg-Beiersdorf, ich wünsche Ihnen alles Gute auf dem Weg, der Sie hoffentlich auch wieder mal nach Ägypten führen kann. Dankeschön. Ja, bevor wir weitergehen, Frau Bayer, möchte ich Ihnen auch alles Gute wünschen. In der absoluten Aufregung, dass ich die Erste dran war und Sie die Erste waren, habe ich das ganz verschwitzt. Aber ich wünsche Ihnen natürlich auch von ganzem Herzen alles Gute für den weiteren Weg. Dankeschön. Und jetzt dürfen wir weitergehen. Entschuldigung. Ja, wir kommen weiter mit Sophie Christine Holland, die eine Arbeit zu Studien zur lateinischen Sapientia Salomonis geschrieben hat. Ebenfalls im Programm Ancient Languages and Texts an der Humboldt-Universität zu Berlin, auch gefördert durch diese Universität. Und sie wurde betreut durch Markus Witte und Ulrich Schmitzer. Herzlichen Glückwunsch auch Ihnen und alles Gute weiterhin, Frau Holland. Vielen Dank. Wir bleiben im Promotionsprogramm Ancient Languages and Text. Allerdings wechseln wir jetzt zu Herrn Robert Kade. Ich habe die ägyptischen Themen heute, denn Herr Kade wurde promoviert. Sie sehen das mit einer Arbeit, die trägt den Titel Kontaktindizierter Sprachwandel im Lexikon des jüngeren Ägyptisch.
Das ist natürlich auch im Fach Ägyptologie geschrieben, diese Arbeit an der Freien Universität hier in Berlin. Die Förderung erfolgte noch durch den Exzellenzcluster Topoi und die Betreuung hatten übernommen die Kollegen Tonio Sebastian Richter und als externes Mitglied der Kommission Joachim Quark aus Heidelberg. Herr Kade, alles Gute für den weiteren Weg in das wissenschaftliche Leben. Danke auch von mir. Ja, ich hatte bisher die Theologinnen, wechsle aber jetzt die Disziplin hin zur klassischen Philologie, zur Gräzistik. Aber wir bleiben in dem dieses ja sehr erfolgreichen Promotionsprogramm Ancient Languages and Texts. Und vorstellen darf ich Lauren Marsh, der über Mythos, Aristotle's Concept of Narrative and the Fragments of Old Comedy geschrieben hat, an der Humboldt-Universität, auch gefördert durch die Humboldt-Universität, und betreut wurde die Arbeit durch Markus Asper und Bernhard Zimmermann aus Freiburg. Herzlichen Glückwunsch, Herr Marsch, und alles Gute weiterhin. Thank you. Danke. Ancient Languages and Texts hat noch einen Game-Winner ganz am Ende. Robert Müller wurde in diesem Programm ebenfalls promoviert im zu Ende gehenden Jahr. Er hat während der Dauer seiner Promotion als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität gearbeitet und daneben her eben erfolgreich promoviert zu Bewegung und Wandel als philosophische Erklärungsansätze im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus. Die Promotion erfolgte im Fach Alte Geschichte und dies an der Freien Universität. Die Betreuung der Arbeit hatten die Kollegen Ernst Baltrusch und Christian Wendt, Christian Wendt aus Bochum, Ernst Baltrusch von der FU übernommen. Herr Müller, viel Erfolg weiterhin, nicht nur im zu Ende gehenden Jahr, sondern natürlich auch darüber hinaus. Ja, vielen Dank. So, wir wechseln das Programm und kommen zu Ancient Philosophy. Rosa Matera hat eine Arbeit über On the Treatise Peri Atomon Grammon, On Ancient Debate on Geometrical Atomism geschrieben in diesem Programm Ancient Philosophy an der Humboldt-Universität, gefördert durch das Graduiertenkolleg Philosophy Science and the Sciences. Die Arbeit wurde betreut durch die beiden Kollegen von der HU, Markus Asper und Jonathan Beer. Frau Matera, herzlichen Glückwunsch und alles Gute weiterhin. Ah, da kommt die nächste. Frau Vera Eckbers, wechseln wir in das Promotionsprogramm Landscape, Archaeology and Architecture oder für die im Bergsaß-Sprech bewanderten LAA. Frau Eckbers Promotion trägt den Titel Third Space in Assyrien und Urartu. Damit wurde sie in vorderasiatischer Archäologie an der Freien Universität Berlin promoviert, mit Förderung durch den Exzellenzcluster Topoi. Und diese anspruchsvolle Arbeit, die wurde, wie das übrigens der Bergsaß ja auch eigentlich vorgesehen ist, von einer Trias betreut, nämlich Reinhard Bernbeck, Susan Pollock und Wendy Shaw. Frau Eckbers, alles Gute weiterhin vom Third Space zum Fourth Space. Ich weiß nicht, ob es den gibt, aber viel Erfolg in jedem Fall. Vielen Dank und vielen Dank auch an Susan Pollock und Reinhard Bernbeck, meine Betreuung. Ja, wir bleiben sowohl im Promotionsprogramm Landscape Archaeology and Architecture als auch in der vorderasiatischen Archäologie, als auch bei einer Betreuung durch eine Trias. Und vorstellen darf ich Jana Eger, die über das Mensch-Tier-Verhältnisse in Mondschukli-Deppe geschrieben hat, eine Analyse des sozialen Zusammenlebens zwischen Menschen und Tieren im neolithischen und äneolithischen Mondschukli-Deppe in Turkmenistan. Sie wurde gefördert durch das Land Berlin und betreut wiederum durch Reinhard Bernbeck und Susan Pollock von der FU und Norbert Benecke. Herzlichen Glückwunsch, Frau Eger, und alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Das ist ganz schön, wenn man die Personen auch rechts nebenan mal sieht und noch auf dem Bildschirm. Das gelingt in vielen Fällen, vielleicht nicht immer, aber ich freue mich immer, wenn ich sie tatsächlich auch noch rechts in Natur sehe. Wir kommen zu Alexander Hör, der die Bergsas und die Idee der Bergsas auf das Hervorragendste repräsentiert. Hat er durch einen Teil zumindest seiner bisherigen akademischen Laufbahn an beiden Berliner Universitäten, an zwei von mehreren Berliner Universitäten zugebracht, bis hin zur an der Freien Universität Berlin erfolgten Promotion über Höhenbefestigungen Samniums vom 4. bis 1. Jahrhundert vor Christus, eine landschafts- und siedlungsarchäologische Analyse. Und aus dem Titel erschließt sich unschwer, dass die Promotion im Programm LAA, Landscape Archaeology and Architecture, erfolgte und im Fach klassische Archäologie an der Freien Universität. Allerdings fachübergreifend betreut, nämlich von Monika Trümper, Brigitta Schütt von der Physischen Geografie und Ortwin Dalli vom Deutschen Archäologischen Institut in Rom mit einer Honorarprofessur an der FU in Berlin. Herr Hör, viel Erfolg weiterhin bei den samnischen Höhensiedlungen oder anderswo, wenn man denn da wieder mal hin kann. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, jetzt Sarah Isselhorst begrüßen und vorstellen zu dürfen. Die hat eine Dissertation über Historical Water Management in Southeast Spain with a focus on traditional irrigation strategies in the Vega of Vélez Blanco geschrieben. Ich habe diese Arbeit in den Anfängen mitverfolgt, denn das war noch zu Zeiten von Topoi in der entsprechenden Gruppe zum Water Management. Die Arbeit ist entstanden, glaube ich, unschwer zu sehen anhand des Titels im Landscape Archaeology and Architecture-Programm in der Geografie an der Freien Universität, in der physischen Geografie. Und sie wurde betreut durch Brigitta Schütt und Jonas Berking, beides Kolleginnen und Kollegen von der physischen Geografie. Herzlichen Glückwunsch, Frau Isselhorst. Freut mich sehr, dass Ihre Arbeit jetzt da fertig ist. Alles Gute weiterhin. Herzlichen Dank für die Glückwünsche. Julia Kaura hat rund 2 Kilogramm zum Telesterion von Eleusis im Wandel erste Versuche zur Eroberung des überdachten Theaterraums geschrieben. Ich weiß das, weil ich sie eine Zeit lang im wahrsten Sinn des Wortes auch herumgetragen habe. Die Promotion erfolgte im Programm Landscape Archaeology and Architecture im Fach klassische Archäologie an der Humboldt-Universität, und ich freue mich ganz besonders nicht nur, dass die Arbeit sehr erfolgreich zu Ende gebracht wurde mit einer Förderung durch die Akademie von Athen, sondern dass der Kollege Panos Valavanis von der Athener Universität die Betreuung mit mir zusammen geteilt hat. Herzlichen Glückwunsch, Frau Kaura, sin caritiria, que hola tagala. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. Ja, wir bleiben weiterhin im Programm Landscape Archaeology and Architecture und begrüßen und vorstellen darf ich Katrin Kermers, die ihre Arbeit über räumliche Netzwerkanalysen in der Archäologie geschrieben hat, methodische Studien zu den Verkehrssystemen und Siedlungsstrukturen im Umfeld des Rocher des Ors, das ist in Frankreich. Und die Arbeit ist an der Humboldt-Universität Berlin entstanden und sie wurde gefördert durch den Exzellenzcluster Topoi und die Humboldt-Universität selber und betreut wiederum von Stefan Schmid, allerdings diesmal zusammen mit Oliver Narkoins von der Universität Kiel. Herzlichen Glückwunsch, Frau Kermers, und alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Wir sind immer noch bei Landscape Archaeology and Architecture mit Arkin. So. Arbeit über das Prytaneion unter römischer Herrschaft. Eine Arbeit, die in der klassischen Archäologie an der Freien Universität entstanden ist. Und ich vermute, dass Monika bei ihrer Verabschiedungsrede zu Silje Breitenbach ein klein wenig auch drin gelesen hat, um das so adäquat vorbereiten zu können. Die Förderung der Promotion von Frau Parking erfolgte
durch den Exzellenzcluster Topoi. Die eine Betreuerin, Monika Trümper, habe ich bereits genannt. Und Christoph Schuler von der Universität München war da ebenfalls mit an Bord. Frau Hagen, ganz herzliche Gratulation und allen erdenklichen Erfolg in das weitere Berufsleben. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, last but not least freue ich mich ganz besonders, jetzt als letzten jemand aus dem Programm Languages and Cultures of the Silk Road vorstellen zu dürfen, Sohail Delchat, der seine Arbeit über Studies in Achaemenid Royal Inscriptions, Classifications, Royal Scribes, Literacy and Audiences geschrieben hat. In der Iranistik an der Freien Universität, gefördert durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Und die Arbeit wurde wiederum von Anna Trias betreut, Desmond Dokin Meisterernst, Alberto Cantera Glera und Wouter Henkelmann. Ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Delchat, und alles Gute weiterhin. Vielen Dank für alles, was Sie, also Bergsas, für uns gemacht haben. Danke. Ja, ich denke, damit können wir diesen wirklich sehr eindrucksvollen und sehr erfreulichen Reigen von Promovierten, erfolgreich Promovierten beschließen und geben quasi weiter zurück an die Kollegen vom Berliner Antike Kolleg. Wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr so erfolgreich war und wie eben Philipp von Rummel oder ich weiß es nicht mehr, wer schon mal sagte, ist ein ganz, ganz großer Vorteil tatsächlich der digitalen Version, dass wir sie alle hier begrüßen durften. Ja, noch viel schöner wäre das, wenn uns das gelingen würde in dieser Zahl in Präsenz, aber das ist ja unrealistisch, weil wir eigentlich wollen, dass Sie kurz direkt nach der Promotion alle erfolgreich in die Welt hinausgehen und Ihre Karrieren fortsetzen. Bleiben Sie bitte noch bis zum Ende der Veranstaltungen dabei, weil die Absicht besteht, das obligatorische Gruppenfoto, das Sie so schön gesehen haben, der bisherigen Jahrgänge in leicht veränderter Form am Bildschirm ebenfalls zu bestreiten dieses Jahr. Sie dürfen sich auch ein entsprechendes Icon aussuchen, wenn Sie sich selber da nicht zeigen wollen, aber bleiben Sie bitte noch hier. Ja, damit wäre unser diesjähriger Backabend auch schon zu seinem Ende gekommen. Wir danken allen Aktiven an diesem Abend ganz, ganz herzlich, vor allen Dingen den Sprechern, den Vortragenden, aber auch allen anderen. Wir danken auch Ihnen allen für die Teilnahme. Ich glaube, es geht uns allen ähnlich, wie schon mehrfach erwähnt. Wir würden es einfach gerne weiter diskutieren und gegenseitig anprosten, auf die Absolventinnen und Absolventen anstoßen. Leider geht das nicht, aber ich glaube, wir können zuversichtlich sein, dass es im nächsten Jahr wieder klappt. Bis dahin von Seiten des Berliner Antike-Kollegs Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit und vor allen Dingen Gesundheit. Bleiben Sie gesund und wir hoffen, dass wir Sie alle bald wiedersehen bei den unterschiedlichen Veranstaltungen des Antike-Kollegs. Schauen Sie in den Kalender, der auf der Homepage des BAK verfügbar ist. Es wird viel angeboten. Wir bleiben beieinander trotz Pandemie und treffen uns dann hoffentlich bald in Realität wieder. Haben Sie noch einen schönen Abend. Herzliche Grüße in die ganze Runde.